Wir sind an der Ahr am Schreckenstein und müssen hier einen völlig freistehenden, unterspülten Baum jetzt fällen. Das machen wir mit Baggerunterstützung. Wir lassen die Wurzel extra drin, haben es nicht gezogen. Der Bagger könnte die sonst auch einfach locker rausziehen, weil der Rest der Wurzel zwar nicht ausreicht für die Standsicherheit des Baumes, aber durchaus erstmal reicht, das Ufer noch zu halten. Und insofern ziehen wir ihn nicht, sondern lassen ihn in die Baggerschaufel fallen. Tja, eine andere Form von Herbst. Ja, Carsten und Markus auf dem Bagger sind ein super tolles Team, die da super zusammenwirken. Schade drum um den Baum, aber jederzeit gut nachzuvollziehen. Gleich, wenn die Spannung raus ist, zeige ich euch mal unten, wie das Wurzelwerk aussieht, damit da nicht die Diskussionen kommen von wegen, hier wird wieder im Auwald Kahlschlag betrieben, ohne jeden Grund. Wir machen das hier schon mit Überlegung und nicht etwa einfach ohne Grund irgendwas. Mal schauen, wenn er mich ranlässt, dann zeige ich euch das gleich mal. Er schaut nämlich jetzt noch mal links bei dem Baum. Wie es da aussieht, das konnten wir jetzt nicht richtig ansprechen. Da versucht er jetzt mal unten vorsichtig das Material wegzunehmen, damit man beurteilen kann, ob der auch so in der Luft hängt oder ob der noch hinreichend gut verwurzelt ist. Dass die Wurzeln beschädigt wurden von der Flut, hatte ich vorher schon gesehen, das ist klar. Die ganzen Steine, das ganze Treibholz, was hier auf die Wurzeln der Bäume gekommen ist, das hat natürlich die Wurzeln auch schwer beschädigt. Also ewig wird der Baum nicht stehen können, weil er einfach von der Wurzel her angefault ist. Man sieht ja auch oben, so am Kronenansatz, die Beschädigungen, die da sind von irgendwelchem Treibgut, was auf den Baum reingeknallt ist. So hoch ist halt hier das Wasser durchgekommen. Ich mache mal einen kurzen Schwenk, damit ihr wisst, wo wir sind. Das ist ja der sogenannte Schreckenstein, dieses Gebäude. Die untersten Wohnungen, die man so sieht, sind alle mit überflutet worden. So hoch stand da das Wasser. Die Brücke ist sicherlich auch überflutet worden. Da drüben der Tennisplatz, völlig zerstört. Genau. Und jetzt gehe ich mal hinten um den Bagger rum und zeige euch noch mal schnell zum Abschluss die Wurzel. Sehr schön, er macht mir Platz. So, genau. Genau, da schaut man her, das ist also der Baum total freigestellt. Unten, der schwebt sozusagen und ist wirklich ein Verkehrssicherheitsrisiko. Die Wurzeln alle auf einer Seite abgekappt. Leider keine Frage, der musste fallen. Nicht nur wegen der Verkehrssicherung hier am Fluss, sondern auch deswegen, weil hier natürlich gleich hinter dem Kurpark ansonsten viele Erholungssuchende hier im Wald unterwegs sind und der Stadtförster uns darum gebeten hat, eben solche Bäume dann auch auf jeden Fall noch mit zu entnehmen. Okay, soweit erstmal der Bericht vom Schreckenstein. Ja, hallo zusammen. Ich würde mich auch gerne mal bedanken, dass ich überhaupt für euch hier sein darf. Und erstmal schöne Gruß aus Köln, ne? Bei all den Reden, die wir heute hier hatten, haben wir, glaube ich, ein bisschen was vergessen. Bei allen Helfern, die natürlich sich die letzten 4 Wochen hier, wie auf Deutsch gesagt, den Popo wundschaufeln. Aber
dass so ein Orga-Team sowas auf die Bühne stellt, die auf die Beine stellt mit all den Leuten, dass das alles so klappt, muss ich mal sagen, ein herzliches Dankeschön. Dem Hauptorganisator Steven würde ich sagen, der hat einen riesen Applaus verdient für das, was er hier auf die Beine stellt. Dankeschön. Ich will auch nicht lang schwadeln, ich gebe das Wort direkt weiter an den Steven, der hat auch noch ein paar Dinge zu sagen. Dann wünsche ich euch noch mit mir eine schöne Abend. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Das ist jetzt eine gute Frage. Und zwar folgendes. Ich wäre die letzten 4 Wochen nicht hier, hätte ich jemanden, der mir die letzten vier Wochen hinter mir gestanden ist, hatte mir daheim den Rücken freigehalten, hat mich gestärkt in schwachen Zeiten. Und ich möchte mal kurz meine Freundin hierher bitten, Tamara. Ohne dich hätte ich das alles hier nicht geschafft. Und keine andere Frau hätte das mitgemacht. Und deshalb möchte ich dir heute eine Frage stellen. Willst du mich heiraten? Ja. So, und hier sind die Ringe. Leider bin ich nicht dazu gekommen, richtige zu holen. Wie funktioniert denn das? Ich muss dir den noch anziehen. Kriegst du den Kippen in der Hand? Hey, Hammes, was machst du auf der Bühne? Was machst du da, Hammes? So. Und ich hoffe, der Pastor Jörg, der Jörg ist noch da. Ich will, dass der uns traut, der heute die Rede gehalten hat. Danke, dass ihr da seid. Hey, Simon. Ja, jetzt bin ich nochmal live. Und zwar hatte ich ja gestern schon angekündigt, dass ich mich um eine Person kümmern möchte, die unbedingt Hilfe benötigt. Und ich war jetzt gerade da bei der Person, zumindest da, wo die Person lebt. Und ich habe sowas im Leben noch nicht gesehen, wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass nach 3 Monaten sowas möglich ist. Es ist seine eigene Entscheidung, aber die Entscheidung muss auf jeden Fall revidiert werden, weil wir jetzt in die Jahreszeit kommen, wo es auch nachts richtig kalt wird. Und es geht um jemanden, der eben nicht hier mehr in der Ortschaft wohnt, sondern der ist wohl extrem stark betroffen gewesen. Wohnt jetzt woanders. Werde ich nicht sagen. Ihr könnt euch denken, von wem ich spreche. Ich hatte das ja am Rande schon mal mitgekriegt, hier an der Versorgungsstelle, dass wohl hier jemand im Wald wohnt. Und es scheint tatsächlich so zu sein, also es sieht bewohnt aus und das kann auf jeden Fall nicht so bleiben, wenn wir jetzt Minusgrade haben. Das Problem ist wohl, dass er hier in der Ecke bleiben möchte. Er möchte nicht irgendwo anders hin. Die Wohnungsbaugesellschaft, die wohl zuständig ist, hätte ihn weit weg wohnen lassen und er möchte hier bleiben. Deshalb ist das hier mein ganz persönlicher Aufruf an ein Vermieter oder ein Hotel. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Herrn in Kontakt treten kann. Wie gesagt, er war jetzt nicht da und hat wohl auch kein Handy. Aber vielleicht können wir schon irgendwas organisieren im Hintergrund zusammen, dass er die Möglichkeit hat, wieder wie ein normaler Mensch wohnen zu können. Und ich habe sowas noch nie gesehen im Leben. Und ich finde es einfach krass, wirklich krass. Wir haben da alle eine Verantwortung, den Menschen gegenüber, und
Wie gesagt, er ist kein Obdachloser oder irgendwas in der Hinsicht gewesen, sondern er ist jetzt obdachlos, weil seine Wohnung zerstört ist. Ihm ist eine Alternative geboten worden, wohl in Waldbotzheim im Containerdorf, aber das hat er irgendwie nicht verkraftet, weil es da natürlich laut ist. Tagsüber wird da gearbeitet. Aber das ist kein Zustand. Also wer eine Idee hat, wer eine Möglichkeit hat, hier ein Apartment zu vermieten, und ich sag mal, ich filme jetzt mal hier den Bereich, also hier irgendwie in dem Gebiet, sage ich mal, großräumig, wäre das schon ganz gut. Bachem, das wäre schon der Idealfall, sage ich mal. Jetzt sind natürlich viele betroffen und viele Familien suchen im Moment ja auch eine Bleibe, beziehungsweise die meisten, also alle haben ja schon was, aber das kann so nicht bleiben. Also das soll jetzt ein Aufruf sein und ja, wie gesagt, jetzt die nächste Woche ist, glaube ich, noch relativ warm gemeldet. Ich hatte eben was von 25 Grad gelesen, habe es nochmal nachgeschaut, gerade im Wetterprogramm, also irgendwie 17, 18 Grad, aber bloß nicht über den Winter. Und da müssen wir wieder als Gemeinschaft zusammenstehen, zur Not ein Hotelzimmer hier irgendwo mieten und dass er da den Winter verbringen kann. Und wichtig ist, wer Kontakt zu ihm hat, möge mir das bitte per PN schicken. Ich kann jetzt da nicht immer in den Wald, um zu gucken, ob er da ist oder nicht. Aber das ist unsere Verantwortung, die wir hier gemeinsam tragen müssen für die Menschen, die nichts mehr haben. Ich werde jetzt mein Handy wieder hinter die Windschutzscheibe klemmen, werde mit euch die Schützenstraße langfahren. Heute vor 3 Monaten, ich wiederhole es jetzt heute jeden Tag, sind wir hier aufgeschlagen sozusagen. Alle Bauern sind hier angekommen, haben sich hier verteilt in dem Gebiet und alle Bauunternehmer. Ich möchte euch nur mal einen Überblick verschaffen, wie es jetzt hier aussieht, damit ihr wisst, dass hier noch eine ganze Menge zu tun ist. Eine ganze Menge. Ich lasse das Handy jetzt an, drehe es einfach rum und ihr schaut euch mit mir zusammen an, wie es hier aussieht. Ja, ich habe gerade gelesen, Wohnwagen. Das kann ich natürlich alles mit ihm besprechen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich an ihn rankomme. Er war gerade nicht da und müssen wir einfach schauen. Ja, und ich habe Bilder gemacht. Ich werde die Bilder nicht hochladen. Ich werde das jetzt nicht öffentlich zeigen, aber irgendwann, ich habe gesagt, ich will irgendwann mal ein Buch schreiben über die ganze Geschichte hier. Aus meiner Sicht natürlich, sonst kann ich es ja gar nicht schreiben, ich kann nur aus meiner Sicht das hier erläutern, erklären. Dann werden die Bilder da auf jeden Fall mit reinkommen. Und es ist wirklich, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ihr schaut euch jetzt mal alle hier auf der linken Seite die Häuser an. Hier ist überall noch der Matsch. Der Matsch wird sein vom Rausschippen aus den Häusern. Hier rechts ist eine Versorgungsstelle. Ich hätte vielleicht mal quer filmen können, aber also hier ist überall noch viel, viel Arbeit, aber es sieht schon besser aus, wobei ich hier wieder so ein bisschen geschockt bin über den Zustand. So, ich blockiere jetzt mal alles. Ich steige jetzt mal mit euch aus. Und zeig nochmal. Ich hatte ja auch gesagt, ich möchte einfach hier nochmal alles darstellen, dass ihr seht, wie der Stand der Dinge ist nach 3 Monaten. Und ich möchte euch einfach weiterhin motivieren, helfen zu kommen, übers Helfer Shuttle euch hier einteilen zu lassen. Es ist überall noch sehr viel Arbeit. Überall. Die Art der Arbeit hat sich natürlich verändert. Hier ist ein LKW, der Steine ausliefern will. Der guckt gerade, wo er hin muss. Dahinter hat sich ein kleiner Stau gebildet. Und ich nehme euch wieder mit. Ich möchte auch nichts dramatisieren. Ich möchte einfach nur darstellen, wie es wirklich ist. Und ich möchte auch nichts dramatisieren, indem ich sage, sowas, was ich eben gesehen habe, habe ich wirklich noch nicht gesehen.
das ist ja jetzt der Zustand schon 3 Monate lang. Und das kann es nicht sein. Wir können die Menschen nicht alleine lassen. Das darf es nicht sein. Und wir müssen vor allem die Fälle raussuchen, die sich anscheinend nicht selbst helfen können. Ne? Ich muss mal gerade gucken, wie ich hier rauskomme. Und da gehört er definitiv zu. Das ist auch der Zustand. Hier unten sind zum Großteil die Fenster noch kaputt. Die Fenster sind raus. Der Putz ist ab. Und man kann die Leute nicht hier jetzt alleine lassen. Und es heißt ja dann auch, ja, die Menschen müssen langsam wieder lernen, sich selbst zu versorgen. Ich glaube, die Menschen würden nichts lieber machen, als sich selbst zu versorgen. Aber wie soll man das machen? Ne? Also es ist oft in den Gesprächen mit Offiziellen, dass das alles so ein bisschen kritisch gesehen wird, weil die Menschen sollen langsam wieder lernen, sich selbst zu versorgen. Aber es geht ja nicht. Ne? Kein Mensch möchte so versorgt werden, wie es hier gerade läuft. Jeder möchte sich selbst versorgen können. Und die Option haben, essen zu gehen, soll jedem frei überlassen sein. Aber hier gibt es keine Option, sich selbst zu versorgen zu Hause. Wenn kein Strom da ist, wenn keine Küche fertig ist, wie soll das laufen? Die Zeit müssen wir auf jeden Fall hier unterstützend noch wirken. Also überall wird hier gearbeitet. Hier wird gestemmt. Ich frage mal, ob ich hier mal filmen darf. Ich habe ja gesagt, ich möchte heute ein bisschen Zeit verwenden, eben mit einem Rückblick oder mit einer Vorausschau der letzten 3 Monate mit dem Ist-Zustand. Ich zieh mal gerade meine Jacke drüber, obwohl es ist relativ warm geworden. Mich wundert das hier. Ich schmeiß sie lieber wieder rein. Und frage, ob ich hier filmen darf. Und hier in dem Haus kann man noch den Pegel sehen, wie hoch hier das Wasser stand. Hallo. Hi. Darf ich hier filmen bei euch? Müssen Sie mal die Frau da vorne fragen. Die Chevin? Hallo. Hi. Darf ich hier filmen bei Ihnen? Ja. Ich bin im Markus Ritterfilm, ich weiß, dass Sie mich kennen. Ich mache nur so Live-Videos, um die Leute zu motivieren. Ich weiß, ja. Ja? Ja. Darf ich euch filmen? Ich okay. Sie sind wahrscheinlich die Besitzerin von dem Haus hier. Was sagen Sie denn zu dem Fortschritt jetzt? Sind Sie zufrieden oder läuft alles zu langsam? Also, wir haben einen guten Fortschritt gemacht. Sicherlich kann man natürlich bei allem anderen, aber so im Großen und Ganzen hätte ich persönlich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon den Stand haben, den wir jetzt schon haben. Aber ich kann immer nur erwähnen, wir haben das den ganzen Tag diesen Helfern zu verdanken, dass wir so weit sind. Ja. Die würde ich nämlich ja hier auch aktivieren und motivieren. Ne? Wir gucken gerade 2000 Leute zu. Ja, ne? Und das sind alles freiwillige Helfer hier? Vom Helfer-Shuttle oder woher? Wahnsinn, ne? Und wann schätzen Sie, können Sie wieder hier einziehen oder wohnen Sie Ich hoffe nächstes Jahr im Sommer. Im Sommer? Hoffe ich. Ja. Und wo wohnen Sie im Moment? Ja, bei meiner Mutter in Sinzig. Ja. Wir haben ein Haus und da ist Platz. Deswegen habe ich den Vorteil, dass ich ja nicht unter Zeitdruck bin. Ja. Deswegen muss ich ja. Jetzt muss ja erstmal die Hoffnungsphase abgeschlossen werden. Und dann denke ich mal, das größte Problem wird halt sein, an Herrn Handwerker zu kommen im nächsten Jahr. No. Weil alle sind gleichzeitig, werden sehr wahrscheinlich gleichzeitig mit der Hoffnungsphase fertig sein. Und dann brauchen alle gleichzeitig die Handwerker. Das wird ein Problem werden. Das ist ein Argument, ja. Aber Wahnsinn.
Hallo. Darf ich euch filmen? Ja? Ihr seid vom Helfer-Shuttle hier runtergekommen, oder? Was machst du normalerweise? Technische Zeichnerin. Technische Systemplanerin. Echt? Und wie kommst du jetzt hierzu? Über das Helfer-Shuttle. Oh, Andreas hat uns hier eingewiesen. Und dann haben wir angefangen. Genau. Ich finde das Wahnsinn. Einfach anfangen und machen. Ja. Also ihr seid jetzt hier mit 5 Leuten, ne? Oder 6 Leuten. Hinterm Haus sitzt auch noch jemand. Ja. Und Schaufelstreck. Was könnt ihr sagen zur Motivation, dass noch mehr Leute kommen? Ist schön hier. Das stimmt. Das macht einfach riesen Spaß, den Menschen zu helfen und zu sehen, dass hier was weitergeht. Ja. Genau. Also, total krass. Nur wenn jeder was macht, dann geht es ja auch weiter. Es ist einfach zu viel Arbeit hier. Ja, ne? immer noch zu viel Arbeit. Ja. Ja, ich bin am heutigen Tag vor 3 Monaten hier angekommen, ne? Um Ersthilfe dann zu machen. Und seit 3 Monaten hänge ich ja jetzt auch hier. Aber ich weiß, wegen dir bin ich gekommen. Ich habe dich im Internet auf Facebook gesehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt fahre ich mal los und schaue, ob ich da auch was machen kann. Und seitdem komme ich immer wieder. Das wievielte Mal? Das dritte Mal. Immer für eine Woche. Aber du hast ja auch einen weiten Weg, wenn man deinen Slang hört. Ne? Ja. Wo kommst du her? Hochsauerland. Ja. Ja, das ist ja um die Ecke. Ja, genau. Kein Spiel. Ich finde das super. Mega. Also, danke. Tochter. Erste Ferienwoche. Moment, du gehst normal zur Schule? Ja. Wie alt bist du? 13. 13 Jahre alt. Wow, toll. Ferienwoche. Tolles Team. Und ich wette, du hast noch nie hier mitgearbeitet, oder? Nee, heute ist das erste Mal. Aber sieht schon gut aus. Also, eure Schulferien könnt ihr auch hier verbringen und vor allem was fürs Leben lernen, oder? Ja. Was nimmst du von hier mit? Was? Alles Mögliche eigentlich. Also, ja. Seid ihr denn den ersten Tag jetzt hier oder zweiter Tag? Eine Woche. Eine Woche seid ihr schon hier? Morgen ist eine Woche. Krass. Erste Ferienwoche haben wir. Also. 2 Wochen waren wir ein Wochenende hier. Also wenn das dein Lehrer sieht, ich würde mal sagen, dass jetzt mindestens ein Jahrespraktikum wert und bescheinigt ist. Ne? Wahnsinn. Hammer. Also ich finde das super. Dankeschön. Und ich will euch nicht aufhalten hier. Du hast das alles in die Gänge gebracht. Ja. Wenn ich zu Hause sitze, die Überbrückungszeit, schaue ich jeden Tag wirklich TV. Bis ich wieder los kann ins Archiv. Ich finde das super. Danke, danke. Vielleicht komme ich nachher hoch zum Helfer-Shuttle. Schlaft ihr da, oder was? Ja. Ja. Gut, dann. Okay, Chapeau. Und du? Was machst du normalerweise? Eigentlich bin ich gelernter Schreiner. Aber wir haben jetzt Ferien, meine Frau und ich. Wir sind seit Montag hier. Ansonsten sind wir immer am Wochenende hier. Machen viel in Helferzeit. In der Helferwerkstatt, ja. Und eine Machtdienste gemacht, Regale gebaut und so kam alles. Und für die haben wir diese Woche irgendwann getroffen. Wir waren diese Woche auch nochmal auf der Weinlese. Ja, das ist abwechslungsreich hier, ne? Hier lernst du was fürs Leben, oder? Ja, fürs Leben nicht. Vieles wissen wir schon vom Leben, aber es sind immer wieder Dinge, die du einfach machst. Ja, die sind immer so schön. Mit Galle von. Ja. Ich bin total begeistert, ey. Das sind immer diese Glücksmomente, ne? Diese Waschmaschine. Ja, das ist schön. Und muss man einfach so sagen. Und passt doch. Ja. Man weiß dann, wofür einem die Knochen antreten. Ja, Wahnsinn. Ich will nicht aufhalten, mach ruhig weiter. Also, so viel ich weiß, sind sowieso alle versichert, die hier arbeiten. Und ja, ich will hier nicht weiter stören. Ich möchte nur zeigen, es ist mega viel Arbeit hier. Und die Besitzerin sagte gerade, sie hofft, dass sie dann im Sommer hier einziehen kann. Ne? Das sind übrigens dann die Meißel, die immer wieder gehaftet werden müssen, die überarbeitet werden von den fleißigen Schmieden. Ja, ich denke, ich fahre mal weiter. Wieder oben. Wir ziehen jetzt weiter Richtung Süden. Weil die Richtung stimmt nicht ganz.
Die kommen doch früher ein, ne? Ja. Und letzte Woche, also ich komme auf die Wiese, da kommen wir. Und letzte Woche mit dem Frank Maus haben wir noch über dich erzählt. Ah ja, den kenne ich. Kennst du Frank? Ja, ja. So flüchtig, sag ich. Ja, ja, klar, hat er auch gesagt. Also, aber man kennt sich hier noch so lange. Ja, ja, genau. Und wie heißt du? Peter Berg. Und du hast eine Schreinerei in Ievenheim, oder? Nein, ich habe die Schreinerei mittlerweile meinen Sohn. Der Frank und ich sind Kollegen. Ah, okay. Ich bin eigentlich bei Träger in Lübeck beschäftigt. Okay, ja. Ja, dann da kommen ja noch mehr. Ist meine Frau noch. Ah. Wir sind aber noch ein paar. Wir haben hinten aufgestemmt. Also wir sind jetzt gleich rum. Das ist ja ein geiles Shirt. Das kenne ich ja noch gar nicht. Nee, das kennst du nicht. Das ist doch dein Kopf. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe es noch nie gesehen. Ach so, live. Er hat es noch nicht gesehen. Er hat von allen gesprochen. Das sieht ja super aus. Da hätte ich auch gerne eins von. Hör mal. Da gibt dem Markus mal die Internetadresse, wo er das kaufen kann. Ja, ja, genau. Gib mal die Internetadresse, wo ist das hier? Ja, das muss ich mir bestellen, das finde ich super. Das ist echt super. Das T-Shirt haben wir auch. Ja. Ja, klar. Voll ausgestattet. Aufbauer und Eimerkette. Ja, Eimerkette war schmutzig. Eimerkette muss nicht weg. Ja, und heute machen wir Zeit, da brauchst du die Langarmfahrtrunde. Also hier aus der Heimat, aus Ievenheim, sag ich mal. Ievenheim, da sind wir immer Eis essen gegangen und Werner Mäuser, Bäckerei, ne? Dr. Werner Mäuser. Dr. Werner Mäuser, Tierarzt und Bäcker. Genau. Ja. So, dann bin ich mal weiter. Danke euch, ne? Ich glaube, Markus. Oh, wir sehen uns. Danke. Danke euch. So. Also hier, Mutter und Tochter. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Und die Besitzerin sagte, ohne die freiwilligen Helfer wird hier nichts laufen. Ne? Also es ist einfach so. Lasst euch nicht demotivieren. Lasst euch nicht erzählen, hier ist keine Arbeit mehr. Lasst euch nicht erzählen, wir brauchen keine Freiwilligen mehr. Wir brauchen hier nur Fachleute, das stimmt nicht. Wir brauchen hier jede Hand immer noch. Ne? Ich nehme euch weiter mit. Guck mal, wie mein Fußraum aussieht. Da ziehst du schon freiwillig keine guten Schuhe an, normalerweise, wenn man hier einsteigt. Aber bei dem nassen Wetter. So, es geht weiter. Ja, und viele aus der Heimat sind auch hier. Also es freut mich immer besonders. Man kennt sich irgendwie, die Unternehmer ja sowieso, und das ist immer ganz nett. Hat man immer so eine Basis, eine Base, wie man so schön sagt. Jetzt bin ich wieder guter Dinge. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Wir sind jetzt relativ weit von der A entfernt. Wenn ich hier nur auf die Karte gucke und ihr seht, was hier für eine Überschwemmungswelle durchgeschossen ist an den Häusern. Ich bleibe mal gerade rechts stehen und zeige euch das nur mal auf dem Satellitenbild hier. Also wir sind nicht hier direkt an der Straße an der A. Wir sind weit entfernt. Hier ist ein richtiger Bogen, ein richtiger Bauch. Und ich fahre vielleicht einmal nach links rüber, um da nochmal zu gucken, wie es aussieht. Nee, links ist so eine Grünanlage, da stand immer ein Traktor drauf, der steht noch immer da. Ich weiß gar nicht, wem der gehört, mit einem Fass. Ich wiederhole es nochmal, wir sind jetzt 3 Monate nach der Flutkatastrophe. Und das ist wieder eine Gefühlswaschmaschine, eine richtige Gefühlswaschmaschine, was ich hier heute erlebe. Wer es heute Morgen verpasst hat, den Beitrag mit dem jungen Herrn, der mit dem Fahrrad an mir vorbei ist in Waldbautzheim, der sollte sich das mal anschauen, was da für Aussagen kam. Und es ist einfach unfassbar. Ich bleib mal stehen, filme einmal für euch hier den Grünpark, den vielleicht einige von euch kennen, die hier geholfen haben in den ersten Tagen. Also es sieht noch immer ganz verheerend aus. Ganz viele Bettlaken mit Aufschriften, mit dem Dank an die ganzen Helfer, sind überall vorhanden. Ich denke, ich werde heute Abend noch zum Helfer-Shuttle fahren. Mich würde das
interessieren, wie viele Leute heute da sind. Ich hoffe, meine Frau hat Verständnis. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn man hier so in die Seitenhöfe guckt, das sieht überall noch richtig verheerend aus. Also bitte glaubt nicht, dass das hier alles im Griff ist. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Hier ist noch viel, viel, ganz viel Arbeit. Ja, ich fahre jetzt gar nicht mal bis an die A runter. Fahre jetzt in dem Bogen wieder zurück zur Schützenstraße. Hier vorne ist der Friedhof, da gehe ich auch mit euch drauf. Da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal hier war, an diesem Friedhof, da habe ich wirklich einen Schock bekommen. Hier auf der Ecke, wo wir jetzt drauf zufahren, hat mich ein Bagger beladen. Da hatte ich auch ein Video gemacht. Und ich hatte mich gewundert, warum das hier so riecht, so extrem riecht, dieser nasse Matsch. Und der Matsch kam gar nicht vom Friedhof, der kam aus der Straße. Der wurde da weggefahren, dahin geschoben zum Bagger und der hat es dann verladen. Und was es dann war, könnt ihr euch wahrscheinlich alle denken. Ich will es jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist echt, man kommt hier in Situationen rein, wo du wirklich ein Problem hast, damit klarzukommen. Dann, also man denkt drüber nach die ganze Zeit und denkt sich, das kann alles nicht wahr sein, was du hier gerade erlebst. Ich gehe mit euch jetzt mal auf den Friedhof ein Stück. Wie gesagt, es soll einfach nur dokumentieren, wie es nach 3 Monaten aussieht. Vielleicht habe ich ja das Glück, wieder einen guten Gesprächspartner zu finden. Das Glück habe ich ja fast immer. Und jeder hat hier was zu erzählen. Das war hier ja alles zugehängt, dass keiner draufschauen konnte. Hallo. Darf ich mit Ihnen reden oder darf ich Sie filmen dabei? Ach so, ja, Sie sind Herr Wipper, genau. Also ich bin ja hier vor 3 Monaten aufgelaufen, ne? Wollte dann einfach nur helfen mit meiner Erdkarre, bin aber noch immer hier. Ja. Und der Friedhof ist mir auch so im Kopf geblieben, ne? Also ich habe die ganzen Bilder noch im Kopf, natürlich auch auf der Kamera. Was sagen Sie, wie hat sich das entwickelt jetzt in 3 Monaten? Also ich würde sagen, es hat sich ganz gut entwickelt durch die Hilfe der Bundeswehr eben am Anfang. Es ist unheimlich viel geschehen. Es sind natürlich auch noch einige Gräber, die noch nicht zu identifizieren sind. Unter anderem auch von uns, aus unserer Familie eins. Das andere war so gut wie unberührt. Also es ist ganz unterschiedlich. Ja. Aber ich denke, wird viel getan und es geht doch relativ schnell voran. Ist denn bei Ihnen jetzt persönlich nur sozusagen das Grab betroffen oder sind Sie persönlich auch zu Hause betroffen? Ja, wir sind auch zu Hause betroffen. Das Haus ist unbewohnbar. Aber wir haben Glück gehabt. Wir haben immer ganz schnell eine Wohnung gefunden. Und auch die Kinder, die bei uns im Haus wohnten. Und von daher, ja, sind wir zufrieden. Es geht langsam voran. Trocknung ist im Gange. Ja. Und ja, Handwerker natürlich sind rar. Aber so schleppend geht es dann doch weiter. Wenn Sie ganz ruhig bleiben, da sitzt eine Wespe, die tut Ihnen aber nichts. Ja, ich habe keine Angst. Die steht schon, die sieht schon ein bisschen angeschlagen aus. Ja. Die Gesamtsituation, sehen Sie das denn fortschrittlich oder könnte es schneller gehen? Oder sagen Sie, ist alles okay, wie es gerade läuft? Ich würde sagen, es wird viel gemacht. Und was heißt schneller? Es könnte an manchen Ecken wirklich auch noch mehr und schneller gehen. Man sieht doch noch den einen oder anderen Müllhaufen vor den Türen. Also wir hatten das Glück, in einer Straße zu wohnen, wo ganz schnell auch Hilfe war und jede Menge Leute auch vorbeikamen. Aber es gibt immer noch Nebenstraßen, wo das nicht der Fall ist, ne? Wo doch dann noch viel Hilfe gebraucht wird und auch noch vieles im Argen liegt. Das habe ich gerade auch wieder wahrgenommen. Ne? Ja. Ich bin so ein bisschen verwöhnt, weil ich ja immer in Walpertsheim aufschlage als erstes und dann fahre ich von da aus los. Genau, und das ist eben, wir wohnen an der Walpertsheimer Straße. Das war natürlich von Anfang an ein großes Glück. Ne? Wir hatten sehr schnell Anfragen und Hilfen und die vorbeikamen. Und von daher können wir uns überhaupt nicht beschweren, aber es gibt mit Sicherheit auch andere Situationen noch. Ne? Also haben Sie Glück im Unglück gehabt, würden Sie sagen. Ja. Keinen Menschen verloren. Nein, und
2 in unmittelbarer Nachbarschaft, 3 verstorben. Eine alte Dame aber und eine jüngere Frau mit dem Herr, also wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft. Aber selber unsere Familie ist heil geblieben. Ja, das freut mich. Ja. Freut mich zu hören. Ja, ich filme einmal drüber. Ich will nur mal zeigen, wie es nach 3 Monaten genau aussieht. Weil wir hatten hier auch dann mitgeholfen aufzuräumen und das war so eine schlechte Erfahrung, würde ich mal sagen, von den ganzen Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Ja, das liest man ja immer wieder, dass man sich am Anfang so ein bisschen in den Füßen stand, ne? Seitens der Verwaltung und der freiwilligen Helfer und. Das können wir nicht so beurteilen. Ja, wir haben ja einfach gemacht. Ne? Ja. Also wir haben uns nicht in den Füßen gestanden, in dem Sinne, dass es nicht voranging, weil wir einfach gemacht haben. Ja. Aber doch auch oft wahrscheinlich so Querelen seitens der Verwaltung, oder? Bitte was? So Querelen, dass man das nicht. Wir hatten einfach gar keinen Kontakt. Hatten Sie gar nicht. Nee. Ich bin ja 3-mal oben beim ADD gewesen. Ich wollte mit denen ja mal sprechen, ne? Und mal sagen. Ich kann ja nicht als Bauer hier hinkommen und dann hier die Leute anführen oder irgendwas oder den Leuten sagen, was die machen sollen. Das steht mir ja gar nicht zu. Aber das war ja irgendwie gar nicht möglich. Ne? Ja, eben. Und probieren Sie jetzt mal beim Kreis anzurufen, Sie kommen nicht durch. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert, ich komme nicht durch. Ich weiß nicht, wie das für Sie als Bürger, ich meine, ich habe meine Kreisverwaltung ja zu Hause, ne? Aber hier, ich finde, das ist ein No-Go. Also wir haben bisher das, was wir so regeln mussten, auch immer ganz gut regeln können. Allerdings mehr dann eben auch online. Ja. Und was Hallo. Aber auch so die Spendenbereitschaft und so weiter anbetrifft, muss ich auch sagen, die ist sehr, sehr groß. Und wenn man irgendwas braucht, man bekommt es. Ja. Von daher. Waren Sie auch mal im Baustoffzelt in Waldpolzheim? Mein Mann des Öfteren. Ja, die Männer, die gehen gerne in den Baumarkt. Genau. Ne? Genau. Nein, ich selber war noch mal vorbeigegangen. Aber es ist ja so, bei uns im Haus, es ist noch einiges auf der oberen Etage heil geblieben, sodass wir jetzt nicht den ganzen Hausstand erneuern müssen. Ja. Aber es reichte schon, also Keller und Erdgeschoss, reicht dann schon. Das glaube ich. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Und Ihnen auch nochmal danke für die Hilfe von Anfang an. Und, ja, selbstverständlich. Danke Ihnen. Tschüss. Ja, kleiner Überblick. Also hier liegt noch ein Grabstein. Ich sag mal. Es sah natürlich auch schlimm aus. Das war irgendwie wie so ein Horrorfilm. Hier lag ein Auto lag hier irgendwo zwischen den Gräbern. Die Bilder habt ihr wahrscheinlich auch noch vor Augen. Aber es sieht jetzt schon wirklich ansehnlicher aus wieder. Die Bundeswehr hat hier wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Die haben sich wirklich um alle Friedhöfe gekümmert. Da war ich auch sehr dankbar drum, weil das kann nicht unsere Aufgabe sein, das auch alles irgendwie dann zu machen. Und sag mal hier, das sieht schon alles wieder gepflegt aus und neu angepflanzt. Ja, kann alles immer schöner sein, aber ich gehe mit euch mal in die Kapelle, da war ich noch nicht. Hallo. Ja, ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich mit der Kamera so blöd rumlaufe. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute wissen, wer ich bin und deshalb nutze ich das mal so ein bisschen aus. Das ist die Kapelle hier. Die hat auch richtig einen mitgekriegt. Wenn ich es richtig deute, war das Wasser dann so hoch, also höher als ich bin, ich schätze mal 2,20 Meter oder so, wobei wir hier auch schon Stufen hochgegangen sind. Hallo. Hallo. Es fällt nicht zusammen, ne? Nee, ich denke nicht, dann wäre es abgesperrt, ne? Ja.
Na, in der Kapelle war ich noch nicht. Ich habe immer von hinten gefilmt und jetzt wollte ich einmal hier dran gehen. Ne? Ja, aber hier sah es ja noch viel schlimmer aus. Ne? Ja, ich weiß, hier sah es aus. Naja. Ja, ja, genau. Ah, sind ja jetzt ein Kombi. Ich? Nee, ich bin Kombi. Ich bin eine Burejung aus Köln. Ja, ich habe so das Gesicht ein bisschen im Hinterkopf, ihr müsst da sein, sag ich. Darf ich sie filmen oder lieber nicht? Du kannst ruhig machen. Ja. Ich mache heute so einen Rückblick. Ne? 3 Monate bin ich jetzt hier am heutigen Tag und wollte einfach nur mal so die Entwicklung ein bisschen filmen. Ne? Und was sagen Sie? Also durch vielen Helfer, die wir hatten, hat sich einiges getan, muss ich sagen. Es bedarf bloß, glaube ich, noch mehr Hilfe, die bis jetzt schon da gewesen ist. Wenn auch in kleinen Schritten. Ja, wir probieren die ja zu motivieren. Jetzt gucken gerade schon 2.500 Leute zu. Und ihr, an euch hängt es hier. Ne? Also ich war jetzt gerade bei Häusern, wo gerade noch gestemmt wird. Vom Helfer-Shuttle sind die runtergekommen, die Leute. Wir brauchen ja einfach mehr Hilfe noch. Ne? Das ist, man sieht es ja auch hier. Ja. Also wenn man die ganzen Straßen noch geht, ist alles noch im Argen. Also könnte sich ja auch mal ein Trupp hier auf den Friedhof begeben mit einem Minibagger und hier die Grabsteine und alles aufstellen. Ne? Da ist die Frage, ob das alles so genehmigt wird momentan. Ja. Wahrscheinlich am Ausmessen alles noch in der Grabstätte, wo die mal gewesen sind. Vielleicht liegt es daran, dass hier keiner mehr ist. Also die Bundeswehr war die hier auch aufgeräumt. Ja, das habe ich mitgedacht. Da hatten die alles zugehängt. Ne? Erst war ja alles offen, da lag noch das Auto hier drin und alles. Das sah ja echt katastrophal aus. Hier einen Baum rauszukriegen, was wir nicht geschafft haben. So nach und nach müssen wir es machen. Soll ich helfen oder was? Eigentlich. Haben wir schon fast raus. Soll ich mitziehen oder was? Ein starker Mann mit Rücken. Ja, ich habe beide mit Rücken. Ja. Soll ich mal ein bisschen rumstechen hier? Abstechen, ja, oder was? Ja. Gut. Da müssten Sie nur mein Handy halten. Das mache ich doch. Moment, dann lasse ich es. Wollen wir die Wurzel? Hier ist noch eine Schwere drin. Deswegen bricht man eher ab, als wie das. So. Ach, das ist ja schön. Ja. Nee, egal, also ich muss nicht unbedingt gefilmt werden. Ja, wir haben schon den ersten Teil raus. Die meisten liegen ohne jetzt die Asphalt. Ich mal kurz. Sparpreis eigentlich. Ja, genau. Mehr. Ach, da ist, nee, das ist die Nummer. Das ist die Nummer Grabstein. Oh, das ist sehr toll. So, danke schön. Danke auch. Ja. Dann darf ich mich bedanken. Ja. Ich mich auch, ne? Ja. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ne? Danke. Wir sehen uns sicher auf dem Weinfest irgendwann oder so. Oh, vielen Dank auch für die Hilfe. Und vielen Dank. Natürlich. Was ne? Wir auch bis jetzt geleistet haben, müssen wir auch mal danken. Ja, ich motiviere ja nur die Leute. Ne? Ich versuche es zumindest. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Ah, ich gehe mal hier rein. Das sieht echt schlimm aus hier noch überall. Ja. Wofür die Wagen sind, wisst ihr selber, brauche ich nicht erklären. Ja, hier ist noch viel Arbeit. Da gehe ich mal. Da gehe ich mal lieber nicht runter. So. Wir haben ja auch irgendwie ganz viele Kreuze gefunden, die sind natürlich abgegeben worden, flussabwärts, von allen möglichen Friedhöfen. Ja, also wenn ich sagen würde, hier sieht es gut aus, dann würde ich jetzt nur hier filmen. Also es ist noch viel Arbeit hier überall, viel Arbeit überall. Aber ich finde es gut, hier sind viele Menschen auf dem Friedhof, also man braucht einen Bezug, ne? Vor allem wenn man in Trauer oder in Trauer ist. Und ich finde es gut, wenn die Gräber wieder hergestellt sind. Ja, sowas hier, ne, das ist echt übel.
Naja, hallo. Ich nehme euch weiter mit. Ich nehme euch einfach weiter mit und ihr könnt euch selbst den Überblick mit mir zusammen verschaffen, wie es nach 3 Monaten aussieht. Positiv ist schon mal hier am A-Tor, ist die Deponie verschwunden. Hier ist ja auch die neue Brücke vom THW aufgebaut worden. Hier war eine riesen Deponie und ich glaube hier rechts runter am A-Tor sollen die Geschäfte hier outgesourced werden in Zelte. Da können wir mal gucken, vielleicht mal schauen, wie weit es da ist. Wippi Schnappatmung, genau. Ja, da hinten ist ein Versorgungspunkt. Ah, und hier sind diese Zelte, die aufgebaut werden, wo die Geschäfte reinkommen. Aber das ist immer noch so wie vor, ich schätze mal, einer Woche war das auch schon in dem Zustand. Ja, hier links könnt ihr das sehen. Und ich meine, ich hätte irgendwas gesehen von einem doppelstöckigen Zelt. In irgendeinem Fernsehbericht, bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, hier werden die Steine angeliefert. Ich glaube, den LKW haben wir eben schon mal gesehen. Aber hier bei der Zeltaufbaufirma oder in dem Bereich ist keiner am Arbeiten. Kann ich leider keine Infos holen. Hätte mich persönlich mal interessiert. Hier links das nächste Zelt. Das sieht jetzt in der Kamera so klein aus, es ist aber schon relativ groß. Ich lasse einfach mal laufen. Mein Ziel ist eigentlich jetzt der Bereich, wo Wilhelm Hartmann am Arbeiten ist mit seinem Kettenbagger, wir mit unserem Mobilbagger und mit einer Erdmulde. Wir machen gerade einen Auftrag gemeinsam am A-Ufer. Bin mal gespannt, ob ich die Jungs finde. Ja, hier sieht es alles ganz normal aus. Hier war ja auch, glaube ich, nicht so stark betroffen. Hier links ist so ein Graben an der Stadtmauer. Da stand auf jeden Fall auch Wasser drin, das weiß ich noch. Aber grundsätzlich sieht es hier alles schon gut aus. Da ist jetzt für euch vielleicht ein bisschen langweilig. Dauert jetzt noch eine Ecke, bis ich da bin und ich weiß auch nicht, ob ich genau auf die Bagger treffe. Also heute ist komplette Gefühlswaschmaschine. Wer die Filme verfolgt, weiß warum, wieso, weshalb. Es ist wirklich kurios. Du siehst tolle Ergebnisse, tolle Sachen. Einen Keller hatte ich gesehen in Waldpotzheim, der sah aus wie neu. Es roch überhaupt gar nicht nach Überflutung und dieser komische Ölgeruch. Alles perfekt. Und dann fährt ein Fahrradfahrer vorbei und erzählt dir eine Geschichte, wo du darauf wartest, dass er weitererzählt und sagt, dass es alles gut gegangen ist. Und das ist dann auch Gott sei Dank so gewesen, wo ihm die Tochter der Freundin aus den Händen geglitten ist und dann von der Strömung mitgerissen wurde. Und das war echt heute wieder Horror. Also sowas ist echt übel. Und so, ich bin jetzt hier an der Klinik und hier sehe ich hinten einen orangenen Arm. Kann mir gar nicht vorstellen, dass hier die Erdkarren reinfahren, aber dem ist wohl so. So, jetzt könnt ihr euch wieder einen Überblick verschaffen, wie es hier aussieht. Ich habe natürlich meine Turnschläppchen hier an. Die lasse ich auch mal an.
So. Keine Ahnung, was das hier ist. Das hier war auf jeden Fall mal ein Radweg. Da steht Wilhelms Bagger und unser Bagger. Und die Aufgabe hier ist, am A-Ufer alles, was nicht Naturstein ist oder natürlich ist, zu entsorgen. Das heißt, die Bagger holen jetzt hier gemeinsam die Gasleitung raus. Im Geländer liegt hier den ganzen Betonschrott. Schaut euch mal den Doppel-T-Träger an. Ich weiß nicht, ob der von der Brücke ist. Ich habe keine Ahnung. Und das ist die Aufgabe jetzt von den Maschinen hier und von der Erdkarre, hier alles abzufahren, was hier nicht hingehört. Wir sind jetzt, ich wiederhole es nochmal, 13 Wochen nach der Katastrophe. Hier sind die ganzen Stahlträger. Ich glaube, hier ist eine Brücke rübergegangen. Und es sieht immer noch alles echt schlimm aus. Aber man muss ja sagen, es hat sich aber auch viel getan, ne? Das muss man dazu sagen. Hier der Graben, den hatten die Schwarzwälder gebaggert. Hier ist nur eine Überfahrt reingelegt worden, dass die Bagger rüberkommen. Hi! Bitte? Aber hier riecht es echt komisch. So ein bisschen nach Modder. Das ist echt Gas? Nee, Quatsch. Aber die... Was riecht denn hier so komisch? Pass mal auf hier. Ich denke, da hat Modder drin gestanden in den Gasleitungen. Deshalb riecht das hier so. Falls hier einer zuschaut, wir haben im Moment wohl ein bisschen Probleme mit dem Sortiergreifer. Der öffnet extrem langsam, die Anschlüsse sind alle wohl richtig drauf. Im Computer ist auch richtig eingestellt, wir wissen nicht warum. Vielleicht, wenn einer von Hitachi in der Nähe ist, kann er mal nachgucken oder die Ölmenge vielleicht nachregulieren. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist der Stand der Dinge. Es sieht wirklich für mich immer noch katastrophal aus. Ich kann dem nichts Positives hier abgewinnen, wie es hier aussieht. Es tut mir leid, dann würde ich lügen. Natürlich hat sich vieles getan, aber nach 3 Monaten sieht es hier immer noch katastrophal aus. Das ist einfach so. Ja, die holen jetzt wahrscheinlich alles hier rüber. Ja, das hier sind die gefährlichen Eisen. Einmal drüber gefahren, ist der Reifen Schrott. Gehen gerade 2 Leute vorbei, vielleicht kann ich mit denen mal quatschen. Na, die gehen jetzt weg. Ich gehe einfach mit euch mal hier ein Stück runter. Viele Leute, die mich zu Hause ansprechen, aufs Ahrtal, sagen dann, ja, wir kennen das, meine Oma war hier in Chur, meine Mutter war hier in Chur. Also das Ahrtal, Bad Neuenahr-Ahrweiler, scheint echt bei vielen irgendwie bekannt zu sein. In Bezug auf Chur und Aufenthalt für ältere Herrschaften, glaube ich. Hier ist eine Klinik links neben mir.
Ich habe keine Ahnung, was das hier war. Sieht nach Straße aus. Ich habe null Ahnung. Also es ist für mich echt unfassbar, wie es hier aussieht noch. Ganz, tut mir leid, ich kann mir das nicht schönreden hier. Ich meine, das ist ja jetzt unsere Aufgabe, hier aufzuräumen. Ne? Das heißt, der Kettenbagger, man sieht da hinten, da siehst du keinen Müll mehr. Wir arbeiten uns jetzt hier in die Richtung weiter. Aber das ist doch unfassbar, wie es hier aussieht. Und das ist kein kleiner Baum hier, das ist kein kleiner Ast. Überall die Anschwemmung hier mit Müll. Ja, und hier sieht man auch die Höhen. Ich sag mal, die will ich ja noch messen mit dem Laser, den habe ich immer dabei. Ich möchte einmal nur geduldete Baumaßnahmen hier ins Verhältnis setzen zur Höhe von der A und dann einfach mal das Containerdorf in Walpertsheim auch ins gleiche Verhältnis setzen. Wie hoch steht das Containerdorf im Vergleich zum Flusspegel? Und mir kann keiner erzählen, dass das Risiko hier geringer ist als in Walpertsheim, wenn die A steigt. Das steht noch aus, werde ich auf jeden Fall noch machen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das direkt verwenden möchte oder was Offizielles darüber bringen möchte oder es erstmal nur für mich behalte. Das wollte ich noch überlegen. Das sieht aus wie ein alter Brunnen, keine Ahnung, oder ein alter Kanal. Also ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwie noch eine Straße vorbeiging. Bin mir aber nicht sicher. Da ist abgerissen worden. Die Häuser sehen allerdings alle sehr neu aus, obwohl hier sind alte Gebäude. Keine Ahnung, vielleicht war es ja ein altes Gebäude. Kann man wahrscheinlich in alten Videos sehen, was da vorher stand. Ein bisschen schäme ich mich jetzt vor euch hier. Ihr denkt wahrscheinlich, wir haben hier gar nichts gemacht die ganze Zeit. Es ist echt schlimm, wie es hier aussieht teilweise. Und das hier ist alles nur provisorisch. Ne? Das ist jetzt hier mit RCL angelegt. Ich glaube, das muss alles irgendwann wieder weggebaggert werden. Es ist jetzt nur, dass man hier durchkommt. Da ist jetzt, da sind die zwei Erdkarren von uns. Die werden jetzt gerade beladen und fahren dann wieder raus. Hier ist eine Zufahrt. Hallo. Hi. Eine Straße und ein Fahrradweg lese ich gerade. Ich habe keine Ahnung, warum hier zwei Mauern parallel stehen. Die Leute, die zuschauen, sich hier auskennen, wissen es wahrscheinlich. Ich kann es mir ehrlich gesagt gerade gar nicht vorstellen, warum das hier so ist, wie es ist. Aber ihr seht, wie es hier aussieht. Es ist unfassbar. Es sieht hier so aus wie vor 3 Monaten. So ist hier angeschwemmt worden. Unglaublich.
Hier sind zwei Leute. Hallo. Hallo. Und? Was sagen Sie? Mal live. Wollen Sie live ins Bild? Nein. Dann gehe ich mal an Ihnen vorbei, ja? Genau. Aber immerhin bin ich erkannt worden. So. Hier ist die nächste Brücke anscheinend vor Fertigstellung. Ich gehe davon aus, es ist nur eine Fußgängerbrücke, weil ich wüsste nicht, wie man hier irgendwie um die Kurve fahren kann. Ja, hier ist die Arche direkt gegenüber. Und hier wird auch gerade fleißig gearbeitet. Hier ist ein Bagger auf jeden Fall. Hi. Darf ich euch filmen oder nicht? Dann komme ich doch endlich mal bei dir im Internet. Beide? Er nicht? Alles gut. Was machst du hier? Ich bin gerade mal hier beigerufen worden. Er hat Probleme mit dem Bagger und halt mal nachzugucken, was da Sache ist. Kennst du dich aus mit Baggern? Ja, ich kenne mich auch aus. Kennst du auch mit Hitachi aus? Oder? Oh, der eher weniger. Na, der Sortiergreifer öffnet irgendwie ganz langsam. Wir wissen nicht warum. Der Stecker ist richtig drauf, ja. Ne? Aber ist egal. Geht ja weiter. Kann natürlich sein, dass da irgendwie ein Magnetventil anfängt zu hängen von dem Steuerblock. Nein, der ist ganz neu, da dürfte eigentlich nichts sein. Aber ist egal, sollen die rauskommen. Was sagst du denn? Also ja, und was soll man da zu dem ganzen Thema hier sagen? Das ist alles ein bisschen schwer tragisch, ne? Die ganze Flutkatastrophe hier. Bist du das erste Mal hier oder was? Nee. Ich war. Haben wir jetzt schon hier unten, beziehungsweise ich komme aus Schalkenbach und war auch am ersten Tag nach der Flut hier unten gewesen. Und, ich sag mal so, es ist ja schön, dass sich das alles ein bisschen mehr oder weniger besser organisiert hat mittlerweile. Du warst also vor 3 Monaten genau warst du das erste Mal hier? Richtig. An dem Donnerstag. Wo warst du da? In Waldbautzheim, bei uns da unten? Ja. Was hast du gemacht da? Er hat in Walburzheim sein Weingut und habe mich halt angerufen, ob ich nach seinen Maschinen auch gucken könnte, um halt auch die Traktor, also alle Öle zu tauschen und um trocken zu legen, also quasi die Maschinen wieder. Also als Reparateur. Richtig, ja? Zu Reparaturszwecken. Ja. So, und da hat man ja auch dann alles so komplett live gesehen, ne, wie das mit der Hilfe war und alles. Das war alles damals. Schwer Mist organisiert, sag ich mal so. Also kannst du auch bestätigen, ne? Ja, ich will ja nicht immer, dass nur heißt, der Wipperfit hat gesagt, ne? Nee, also ganz ehrlich, derjenige, der das hier nicht live mitgekriegt hat, ne, der glaubt das eigentlich gar nicht, was hier abgelaufen ist. Also von der ganzen Organisation, von den Hilfskräften, das war alles wirklich unter aller Sau, was hier abgelaufen ist. Bestes Beispiel, ein guter Bekannter von mir, der hat unten in Walburzheim direkt an der A gewohnt, der hat ein offenes Bein gehabt. So, ich bin, um zu gucken, ob er noch am Leben ist überhaupt, bin ich hingegangen, hab ihn halt gesehen, wie gesagt, offenes Bein gesehen, habe ihm direkt gesagt, hör mal, du musst doch medizinisch versorgt werden. Was ist denn hier los? Ja, hier waren gerade mal 2 vom Roten Kreuz gewesen, aber ja, die sind wieder weg. So, und da habe ich gedacht, kann das nicht sein. Dann bin ich hoch an die Straße gelaufen, habe einen Rettungswagen angehalten. So, und der sagte mir ganz klipp und klar, ja, wir können im Moment nichts machen, wir haben im Moment was anderes zu tun, und dreht das Fenster runter, so, muss ich dabei sagen, so ein Spalt und Fenster geöffnet, so nach dem Motto, geht los weg, nicht, dass du mich aus dem Auto ziehen willst. So, und ist dann weitergefahren, unverrichtet das Ding. Also, da sind Sachen gelaufen in den ersten Wochen, also da muss man sich ja wirklich am Kopf packen und denken, das gibt's doch gar nicht. Und wie ist es ausgegangen mit dem Bein? Ja, im Endeffekt, habe ich ihn mit seinem Sohn zusammen ins Auto gesetzt und sind wir dann nach Redenwagen in die Auffangstation gefahren, die ja an der Turnhalle organisiert gewesen ist. Und da ist dann halt letztendlich um ihn sich gekümmert worden. Ne? Also alles wieder gut? Ja, alles soweit wieder gut. Ja. Aber die Aussage, die er da von den 2 Roten Kreuz-Mitarbeitern gekriegt haben, war auch nicht schlecht. Die sagten, ja, wenn das nicht medizinisch versorgt wird, dann könnte passieren, dass er das Bein verliert. So, aber geholfen hat da keiner was. Das musste alles privat organisiert werden. So, und wie gesagt, ein Unding normalerweise. Aber ist ja schon viel wert, dass du überhaupt jemanden gesehen hast, weil wir haben überhaupt keinen gesehen in Walburzheim, ne? Ja,
Wir waren komplett alleine da. Ne? Ich wiederhole das auch jedes Mal, tausendmal, ist mir völlig egal. Ich sage nur die Wahrheit. Ne? Also ganz ehrlich, das wird dir auch selber aufgefallen sein. Die Rettungskräfte, die hat man schon hier und da gesehen, aber nur mit eins in Verbindung, mit dem Fernsehteam. Wo die Fernsehteams waren, da waren auch die Einsatzkräfte. Die waren da direkt am Wühlen, am Machen und am Tun. So, und keine 20 Minuten später, wo das Fernsehteam dann weg war, ja, da waren sie weg. Ja gut, bei uns war auch kein Fernsehteam. Außer am fünften Tag kam Julia Klöckner und ab dem fünften Tag waren dann auch Sanitäter bei uns. Du sahst die Bundeswehr auf einmal durchfahren, THW und Feuerwehr. Also das ist schon tatsächlich so gewesen. Ja. Aber dann hat ab da hat es ja auch so einigermaßen, dann ging es so langsam los, sagen wir mal so. Ne? Ja. So langsam, ja. Eigentlich viel zu langsam, sag ich mal so. Ne? Im kompletten Sinn. Ja. So. Und was ich jetzt auch noch tragisch finde für die ganzen Helfer, die jetzt hier sind, die komplett ehrenamtlich unterwegs sind, dass sie hingegangen sind und halt die ganzen Dieselpunkte halt weggeholt haben, dass sie wenigstens die Helfer sich umsonst halt den Tank wieder voll hätten haben machen können. Ne? So, und das finde ich auch scheiße, dass sie, wie gesagt, dass sie das jetzt wegrationalisiert haben, aufgrund dessen, weil halt viele hingegangen sind und haben sich halt sich an den Diesel bedient. Ne? Ja, aber in der Verantwortung wäre normalerweise derjenige gewesen, der den Diesel rausgibt. Ne? Ja. Also auch bei der Bundeswehr hat es ja funktioniert. Dann hätte man doch die Bundeswehr lassen müssen. Da ist ein bisschen Respekt vorhanden der Bundeswehr gegenüber. Ne? Da fährst du nicht einfach mit drei IBC-Containern hin mit einem Kennzeichen, was gar nicht von hier ist. Ja, nee, das ist richtig. Ne? Nee, das ist richtig. So, und das war ja mehr oder weniger schon gut, dass die das nachgehalten haben. So, aber das Abziehen der Bundeswehr und dann nachher, dass ein Privatunternehmer das organisiert hat, den Diesel zu verteilen, so, das ist alles nicht richtig gewesen, würde ich mal sagen. Ja. Das ging alles in die falsche Richtung. Ah, ist schon kurios. Ja. Aber ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Ja, kein Problem. Ich habe irgendwie interessante Gesprächspartner, total kurios wieder. Ich habe ja nie ein Drehbuch oder irgendwas. Ne? Nee. Ich lasse einfach auf mich zukommen. Ja. Das ist auch das Beste, was man machen kann. Ich meine, ich finde das ja auch gut von dir, dass du das hier alles mal so dokumentationsmäßig festhältst und auch ins Internet stellst, dass man vielleicht der ein oder andere dann wirklich mal ins Nachdenken kommt und unsere Hilfsbereitschaft von den offiziellen Kräften hier im eigenen Land mal ein bisschen in Frage stellt sich. Ja. Es muss anders laufen, da kommt aber was. Ich habe so viele Anfragen, es geht mir schon auf den Sack, weil ständig irgendwer möchte mit mir irgendwas machen. Das ist bei Thomas Pütz genauso und bei Wilhelm auch. Und die wollen einfach erfahren, wie es hier gelaufen ist, was man besser machen kann und. Ne? Ist ja auch gut so. Ne? Aber die Struktur müssen sich gravierend ändern, sonst wird das nie funktionieren. Ne? Bei so einem Katastrophenfall. Wenn ein Haus brennt, da haben wir nichts verloren, das ist klar. Ne? Aber bei sowas hier... Ich sag mal so, 5 Tage allein oder beziehungsweise eigentlich, wenn man ja ehrlich ist, eine ganze Woche ins Land gehen zu lassen, ja, ohne irgendwie groß was zu machen, nur dass jede Menge Politiker hier hinkommen, um sich halt Stimmen zu fangen für nichts und wieder nichts. Und dass so eine Kanzlerin wie unsere Frau Merkel auch noch hingeht und dann in Schuld den Vergleich mit Afrika zieht, also beim besten Willen. Also da frage ich mich selber, wie hirnverbrannt ist eigentlich unsere Regierung? Also ich weiß es nicht. Das ist komplett am Ziel vorbeigeschossen. Ja. Wir sind das ja mehr oder weniger fast selber schuld, aufgrund des Klimawandels. So ein Mist kann man gar nicht um den Klimawandel schieben. Also, wer sowas sagt, der... Richtig, der ist eigentlich an einer komplett falschen Position mit der ganzen Geschichte. Okay. Natürlich gibt es einen Klimawandel, natürlich war das Wetter schuld hier, aber natürlich hast du dann eine Verantwortung deiner Bevölkerung gegenüber, wenn es den Klimawandel gibt und ich weiß das, dann lasse ich zum Beispiel kein Totholz hier liegen, wenn ich denn die Gefahr sehe, dass hier mal ein Hochwasser durchschießen kann. Ne? Aber gut, das hat ja was mit Vordenken zu tun. Ja, aber dieses Vordenken, das ist hier sehr... lässt sehr zu wünschen über, sage ich mal so. Ja. Ich danke dir. Ist überhaupt gar kein Problem. Bevor du nahe so rot wirst wie dein Pulli. Alles gut. In der Aufregung. Ja, ich habe einen ziemlich harten Tarat hinter mir. Mit Reparaturen? Ja, erstens mit Reparaturen und zweitens war ich noch bis heute, wo waren wir eigentlich? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ja, bis 15 Uhr hatte ich noch Beiseilarbeiten in Altena zu machen, für den Harvester und... Ja. Was für Arbeiten? Beiseilarbeiten. Also heißt es, Holz aus dem Steilhang rausrücken für den Harvester, der halt jeweils da drankommt. Okay. Das machst du auch? Das mache ich auch. Ja. Ich bin ja selbstständig als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb. Brauchst du Werbung, dann sag deinen Namen.
Land- und Forstchef Daniel Schmitz, wir verkaufen auch Ihr passendes Brennholz. Das mache ich also halt auch noch. Also da halte ich auch momentan eine ganze Menge hier mit, sagen wir so, nicht im Kalten, sondern tatsächlich im Warmen. Ja. Also Daniel Schmitz, wenn ihr mal einen braucht, der euch den ganzen Hang abräumen soll, dann seid ihr beim richtigen Mann. Genau. Und der kann vor allem auch Maschinen reparieren, habe ich gehört. Ne? Richtig. Also, ich danke dir. Bis immer dann. Wieder gern. Wir sehen uns. Ja, bis dahin. Ciao. Ja, ihr habt jetzt ein paar Eindrücke. Daniel Schmitz, starke Meinung. Ich kann es ja leider nur bestätigen. Viele Sachen, die er gesagt hat, eigentlich fast alles. Und ich werde es auch jedes Mal so wiederholen, auch wenn es vielen Leuten nicht passt. Wir waren die ersten 5 Tage hier alleine. Vor 3 Monaten. Mir wäre lieber gewesen, es wäre nicht so gewesen. Ich hätte gesagt, es läuft wunderbar, die Unterstützung ist perfekt. Ich bin hier nur mit dem Trecker, so wie ich es vorhatte, und fahre hier nur Sachen hin und her. Der eine sagt mir, wo ich laden soll, der andere sagt mir, wo ich kippen soll. Und dafür bin ich hier hingefahren, für nichts anderes. Das möchte ich an der Stelle hier nochmal wiederholen. Ja, hier sind auch Traktoren im Einsatz. Da hängt eine Rückgewinde dran. Aber man sieht wenig Traktoren. Also es ist kein Vergleich mehr zu dem, wie es mal hier in den Anfängen war. Ja, hier war die ursprüngliche Brücke. Hier ist jetzt parallel die andere Brücke. Und hier sind wir am A-Tor, wo ich ja eben war. Ja, das ist der Stand der Dinge nach 3 Monaten. Ich gehe jetzt mal zurück zum Auto. Ich lasse einfach mal laufen. Und ja, da sind 2 Enten. Die tun mir echt leid irgendwie, weil es ist ja tatsächlich so, dass die Kläranlagen anscheinend alle noch nicht richtig funktionieren. Es gibt ja eine provisorische Kläranlage, aber gestern in Sinzig ist mir echt aufgefallen, dass es da übel riecht. Und ich hoffe, dass sie das alles überleben hier. 2 Pärchen. Was ist das? Ein Kormoran. Oder gibt es jetzt Stress? Da sind ja auch Enten. Oder versteht man sich? Na, die gehen jetzt schwimmen. Sowas erfreut mich dann immer sehr. Aber die Wasserqualität, man sagt zwar ja, wenn Fische drin sind und so weiter, dann ist wieder alles okay, aber hier ist, glaube ich, nicht alles okay. So, ich nehme euch mit, bevor ich hier in meiner Vogelwelt einschlafe. Ich kann echt hier stundenlang stehen und einfach nur beobachten. Das macht mir einfach so einen Riesenspaß. Die Natur ist das Beste. Farbfernsehen, was wir überhaupt haben in der höchsten Auflösung. Und mich freut es einfach, wenn das hier wieder in Ordnung ist. Schaut mal hier. Ich glaube, da hat tatsächlich ein Baum gestanden. Der steht noch drin, oder? Der ist angeschwemmt. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Aber der scheint irgendwie noch verwurzelt zu sein. Überall diese Sonnenblumen. Wir haben ja gelernt, dass die Läger von den Landwirten ja durchspült wurden, da war natürlich Saatgut drin. Ich habe ganz viel Raps auch blühen sehen hier im Flussbett. Sonnenblumen sieht man überall rauskommen. Und ihr seht, dass das hier keine schnelle Geschichte ist. Ihr seht, was hier an Arbeit ist, so eine Mauer hier wieder aufzusetzen mit den dicken Bruchsteinen hier oben. Schön geschmiedeten Eisen, bis das mal wieder so ist, wie es sein soll. Und das, was hier ja funktioniert, sind alles nur Provisorien. Ne? Die müssen irgendwann wieder abgebaut werden. Das ist 100% eine Fußgängerbrücke. Ja. Also es ist schon wirklich schlimm. Hier gibt es ja auch nichts irgendwie, was du mal zeigen kannst, wo du sagst,
Mensch, hier ist schon ein Haus fertig oder so. Das Schönste war heute Morgen in Walpotsheim der Keller, der tatsächlich wieder hergerichtet war. Aber alles andere ist, was ich heute gesehen habe, begeistert mich nicht wirklich. Das ist kein Vorwurf an irgendwen, es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Katastrophe unfassbar groß war und man einfach nicht schaffen kann, diese Schäden in kurzer Zeit zu beheben. Es soll natürlich weiterhin motivieren und erinnern, dass wir hier weiter Hilfe brauchen. Das hier sind alles Wohnwagen von Helfern. Wie gesagt, hier ist die Arche vom Eventteam Rottgau. Da hinten sind wir am Aufräumen. Hartmann, Wipper führt gemeinsam. Offizieller Auftrag von der Stadt Ahrweiler Bad 9a. Hallo. Hallo, ich komme aus dem Internet. Ui, darf ich Sie filmen? Ich bin gerade live. Oder? Nee, ich wohne zwar hier, ne, aber ich bin nicht betroffen, aber es macht einfach aus. Ich gehe immer mal gucken, wie es weitergegangen ist. Ne. Und was sagen Sie? Tut sich viel, ist aber auf den Dörfern, ist aber weniger. Ne. Ist aber, wenn man jetzt am Brück und so sieht, ne, auf den Dörfern, wo da so ganze Häuserzeilen weg sind, ne, das finde ich schlimm. Ne. Die Leute, die haben ja gar nichts mehr. Ich meine, ich habe 20 Liter Wasser im Keller gehabt, weil am Lichtschacht reingelaufen ist. Ne. Ich meine, man hat ja auch eigentlich die Katastrophe kommen sehen. Ne. Weil ich fahre eigentlich immer über den Rhein rüber, ja, weil ich auf der anderen Rheinseite arbeite. Sie können mich gerne so aufnehmen. Ja, ja, das kann ich eh jetzt nicht verhindern. Ne. Und ich gucke immer auf den Rheinpegel. Ne. Und dann habe ich hier geguckt, wie der Rheinpegel in Alten A ist. Hm. Und der ist ja um 8:45 mit 5,75 Meter stehen geblieben. Der A-Pegel? Ja, der A-Pegel, ja, der A-Pegel. Ne? Ja. Und da wusste man eigentlich doch genau, was kommt. Dass man die Leute nicht gewarnt hat, das kann ich nicht verstehen. Ne? Ja. Ich meine, die materiellen Schäden, die kann man ja nicht verhindern. Aber dass hier 133 Leute ertrunken sind, das hätte man verhindern können. Also das, was wir hier sehen, wäre niemals verhindert worden. Ne? Wie? Nee, ich sag mal, gar nicht, ne? die Leute hätten aber nicht ertrunken. Ja, genau. Ja. Ja, das ist schlimm. Und für mich ist eigentlich schlimm, dass man sieht immer wieder gute Sachen. Heute Morgen habe ich in Walpotsheim einen frisch renovierten Keller gesehen. Echt toll, da rostet nicht nach Öl, gar nichts. Ne? Aber dann kommt man wieder weiter. Und ja, wie gesagt, man sieht auch hier so, wo Gewerbeimmobilien sind, da tut sich mehr als in den Privathäusern. Ne? Mhm. Die Leute sind natürlich auch darauf aus, dass das Geschäft wieder ins Laufen kommt. Ne? Weil man sieht auch hier in Ahrweiler, wo eigentlich dann steht, wir renovieren, sie können schon bestimmen, wie. Ne? Oder hier in Bad Neuenahr, ne? Da sind ja Geschäftsleute, die haben aufgegeben. Ne? Man muss sagen, Corona war ja jetzt schlimm. Ja, ja, genau. Ich meine, ich bin seit über einem Jahr im Homeoffice. Ne? Ich fange nur noch auf die andere Rheinseite für Sommerreifen drauf zu machen oder Winterreifen. Ne? Verrückt. Können Sie mir sagen, warum hier zwei Mauern sind? Diese Mauer, das war ja mal hier die Mauer. Also hier ist ja alles weg. Hier war ja eine Mauer, hier war ja auch die Straße. Hier war eine Straße? Hier war eine Straße. Hier kann man hier oben kann man reinfahren, hier kann man vorbeifahren. Hier ist nichts mehr, die Straße ist weg. Eine offizielle Straße, oder? Der oben war ja so ein Anliegerweg. Hier war ja auch eine Mauer, das war ja eigentlich... Also die alte Mauer war hier komplett durch jetzt? Ja, ja, das war hier überfriedet. Hier war dann irgendwo ein Tor, da konnte man sehen und hier war mal eine Teerstraße. Das ist ja hier alles weg. Und was ist die zweite Mauer da? Das kapiere ich irgendwie nicht. Warum ist da so, da sind ja 2 Meter Platz zwischen den zwei Mauern. Weiß ich nicht. Also man hat ja dann einfach nur hier diese Steinmauer gesehen. Das andere hat man ja gar nicht gesehen. Das war ja auch viel höher. Okay. Ja, ich kenne es nur so jetzt hier, wie es hier aussieht. Nee, hier war ja früher eine Straße. Das ist eine Anliegerstraße. Das kann man dann hier oben, kann man hier durchfahren, da kann man ja oben auf den Parkplatz. Kann man da fahren. Okay. Nee, hier war eine offizielle, ja, war Anlieger offiziell. Das heißt immer offiziell, man konnte hierher fahren. Ja, ja, ja. Also das hat aber jetzt nichts hier mit der Ehrenwalche zu tun, ne? Also die Straße, die hier war. Da oben ist ja auch noch so ein Anliegerzeichen, ne? Weil man hier in die Querstraße reingeht. Ja, genau. Und wie heißt das Krankenhaus hier nochmal? Das ist die Ehrenwalche Klinik. Ehrenwalche Klinik, okay. Ja, ich gehe mal weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das macht traurig. Aber wie gesagt, ich bin jetzt heute zum ersten Mal hier bei Rudolfi einkaufen gegangen. Ne? Beim Edeka, ja. Ja, ja, weil ich bin sonst immer hier oben in den... ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Straße heißt. Ne? Ich bin früher mal in einen anderen Edeka gegangen. Ne? Hm. Der soll ja abgerissen werden, ne? Heißt es. Hm. Keine Ahnung. Ja, der soll neu gebaut werden. Von Ex-Kollege, die Freundin, die macht da... Die Betreuung da, ne, von der Architektenfirma. Ja. Und da hieß es, der soll neu gebaut werden. Ja, immer ein Neubau muss er ja abgerissen werden. Ne? Ja.
Naja, hier wird noch viel Neues entstehen. Oder auch nicht mehr. Ne? Also ich glaube, dass hier auch viele weggehen. Ich habe mit einem Arbeitskollegen gesprochen, den habe ich getroffen hier beim Einkaufen vor 3-4 Wochen. Er sagte, die Tochter ist in der 4. Klasse der Grundschule. Ne? Das sind 3 Kinder, die sind weg. Das ist, wenn man hier zur Miete wohnt und die Arbeit verloren hat, dann hält einen der hier nichts mehr. Ja. Ich kann es verstehen. Ich kann jeden verstehen, ne? Wie er handelt, aus seiner Sicht heraus. Die sind weg, ja. Und die können die Kinder ja nicht von Bonn hier zur Schule bringen. Ne? Ja. Geht ja gar nicht. Die sind weg, die Leute. Und wie gesagt, das werden hier Leute weggehen. Ne? Ich meine, ich komme gebürtig eigentlich aus Münstereifel. Ne? Von Münstereifel sieht ja nicht besser aus. Nee, nicht wirklich. Ja. Okay. Alles Gute Ihnen. Ja. Ja. Nicht schön. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Sagt ihr mir, was soll ich machen? Zum Helfer-Shuttle jetzt hoch? Hat mal einer die Uhrzeit? Oder soll ich noch mal das Ahrtal ein Stück runterfahren? Ich bin da so ein bisschen indifferent. Helfer-Shuttle ist immer gut, weil dann bist du hier weg und du siehst eigentlich nur tolle Sachen, tolle Menschen. Hier unten ist immer so, immer diese Nackenschläge mal wieder. Ja, wenn ihr eine Meinung habt, sagt mir, was ich machen soll, wo ich hinfahren soll. Ich habe mir heute den Tag, wie gesagt, ein bisschen Zeit genommen, um einfach zu zeigen, wie es jetzt nach 3 Monaten aussieht. Ich wollte eben noch 16.34 Uhr, Dankeschön. Ich wollte eben noch, ja genau, da war ich ja noch bei dem Mann, den ich gesucht habe, der aber nicht da war. Aber ich habe zumindest gefunden, wo er ja haust, muss man schon sagen. Und da bin ich mal gespannt, ob da irgendwie eine PN kommt mit einem Wohnangebot für ihn. Und man kann auch keinen zu irgendwas zwingen, wenn er das nicht möchte, dann ist das so. Dann habe ich das auch zu akzeptieren, ne? Ja. Und ich habe hier mit Wilhelm gestanden, mit den 2 Herren von der Stadt. Einer wohnt hier drüben irgendwo, hat dann die ganze Geschichte erzählt. Und das war wirklich ein sehr emotionales Gespräch. Es ging hier um die Aufräumarbeiten, was wir hier machen sollen. Wir haben das gemeinsam durchgesprochen und es war, ach, wie soll ich sagen, man redet hier mit Menschen von der Stadt eigentlich über eine offizielle Beauftragung, um einen Plan und so weiter. Im Endeffekt geht es dann tatsächlich um die Katastrophe hier. Das ist ja auch logisch und das ist auch das Schlimme, dass die Leute im Prinzip eine Katastrophe regeln sollen und selbst betroffen sind. Das geht einfach nicht. Und da muss man auch eine ganze Menge draus lernen, dass keine Menschen hier einen Katastrophenschutz betreiben können, die selbst betroffen sind, die Menschen verloren haben, die mit dem Kopf ganz woanders hängen als hier in der Katastrophe. Hier sieht man schon mal Ringe, hier scheinen irgendwie Fische drin zu sein, hier in dem Seitenbecken. Diese braunen Klumpen hier, brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären, was das zum Teil ist. Das schwimmt dann hier rein und kommt nicht mehr raus. Und ja, das ist der Ist-Zustand 13. Woche. Ihr seht, wie die hier am Aufräumen sind. Da sieht es jetzt wirklich schon gut aus. Ja, da hinten ist der JCB, der Hitachi-Bagger. Hier vorne ist Wilhelms Kettenbagger und der kleine Schwarze hat jetzt sogar eine Deutschlandfahne drauf. Irgendeiner hat da mit einer Sprühfarbe drauf rumgesprüht auf dem Hakenlift, wenn ich den erwische und weiß, welches sein Auto ist. Herzlichen Glückwunsch. Naja, obwohl das Herzchen da ist zu verkraften. Da will ich ja nichts sagen. Alles gut. Ja, der Bauhof der Stadt war, glaube ich, selber betroffen. Ne? Also vom Bauhof, die Fahrzeuge sind, glaube ich, alle. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, die sind abgesoffen. Mir hatte da auch einer mal eine Geschichte zu erzählt, wie das Wasser durchgeschossen ist. Und da war nichts mehr zu retten irgendwie. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Dass die selbst betroffen waren und sollen dann hier noch eine Katastrophe, die so unfassbar groß ist, regeln. Das geht einfach gar nicht.
Das wird dann hier ausgesiebt. Es soll wirklich nur Beton weg und alles, was hier bleiben kann, soll hier bleiben. Deshalb wird ausgesiebt. Das ist ein Sieblöffel. Da ist der Boden offen. Da sind Stäbe drin in einem Abstand von 6 oder 8 cm. Und dann fällt eben der Boden durch, der hier bleiben kann. Also alles, was irgendwie mit Natur zu tun hat, soll hier bleiben. Alles andere raus. Ich denke, mit den Bildern verabschiede ich mich. Ihr könnt mir jetzt noch mal schreiben, was ich machen soll. Was sagt ihr? Ich sehe gerade, schau bei Celia rein. Helfer Shuttle. Oder ich fahre noch mal das Tal runter. Ich wollte mich eigentlich mit Kelvin noch getroffen haben. Aber die haben heute Stress. Er meinte heute besser nicht. Ja, zu den Dachzeltnomaden will ich auf jeden Fall auch mal fahren. Ich weiß gar nicht, wo die stationiert sind. Ja, hier wackelt der Boden, wenn die hier den Kram fallen lassen. Helfer Shuttle Kuchen. Okay, ich fahre zum Helfer Shuttle. Ja. Ich sag mal, bis nachher. Ich schau mal, was gleich noch passiert. Ihr seid auf jeden Fall gleich live mit dabei. Bis nachher. Ciao. Oh, ich bin schon live. Ja, ich bin jetzt hier oben am Helfer Shuttle und bin eigentlich schon länger hier, habe interessante Gespräche geführt. Unter anderem ging es um die psychologische Belastung von vielen Leuten, die hier arbeiten. Ob alt, ob jung, ob Leute, die hier arbeiten oder hier wohnen im Krisengebiet. Und es war gerade ganz interessant. Der Mann kannte sich auf jeden Fall aus. Zu dem Thema möchte ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Wenn jemand meint, er kommt mit der Situation nicht klar, völlig egal, ob Männlein oder Weiblein, ob alt oder jung, lasst euch auf jeden Fall helfen. Wir haben eventuell auch was vor. Gestern war eine sehr gute Freundin bei uns zu Hause. Ich hatte ja gestern frei sozusagen, bin zu Hause geblieben, habe Büro gemacht und sie macht auch Therapien mit Pferden. Ich habe gesagt, ich würde da mitmachen. Also es kann tatsächlich sein, dass wir demnächst eine Gruppentherapie irgendwie machen mit Pferden. Das hört sich jetzt alles lustig an, aber ich würde mitmachen. Und das ist nicht bei uns irgendwo auf einer Reitanlage, das muss irgendwo anders sein. Die Pferde darf man nicht kennen, die Teilnehmer dürfen die Pferde nicht kennen. Und diese Therapien sind wohl sehr hilfreich und ich kann nur euch empfehlen, wenn ihr irgendwie ein Problem habt, macht auf jeden Fall was. Ich werde auf jeden Fall da mitmachen. Jetzt nicht, weil ich mich jetzt schlimm fühle, schlecht fühle. Ich fühle mich wirklich gut, mir geht es auch gut, aber ich möchte es einfach mal mitmachen, um die Erfahrung zu machen. Und vielleicht ist ja doch was bei mir im Verborgenen, was dann rauskommt. Dann ist das auch für mich alles okay und dann hat es ja auch Sinn und Zweck gehabt. Da wird auf jeden Fall noch was zu kommen. Und da würde ich euch gerne auch zu einladen, auch zu animieren und auch in der Form dazu zu bringen, weil wenn der Wipper für das macht, warum soll ich das nicht auch machen? Ich habe da so ein bisschen Problemchen. Das wollte ich jetzt mal vorab schieben, weil es war gerade wieder ein sehr langes Gespräch zu dem Thema. Es ist bekannt, dass Menschen gibt, die Probleme haben. Es ist bekannt, dass Menschen, die solche Probleme hatten, eine Konsequenz gezogen haben und es die Menschen nicht mehr gibt. Und da müssen wir alles gegen tun, dass es so weit kommt. So, das bin ich jetzt losgeworden. Das war nicht einfach für mich, darüber zu sprechen. Aber wie gesagt, ich würde sowas mitmachen. Bin gespannt, wann das offiziell benannt wird und ich würde auch andere Leute herzlich dazu einladen, mitzumachen. Und wenn die Resonanz dann gut ist, ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Ihr kennt mich, ich sage immer, wie es ist und wenn ich sage, das ist scheiße, vergesst das, sage ich das genauso, als wenn ich sagen würde, hört mal, ich bin in Tränen ausgebrochen. Das hat in mir was ausgelöst und ja, das zu dem Thema. Ich gucke jetzt mal, es sind einige Leute hier. Ich habe auch gehört, das Finanzamt ist auch hier. Also hier ist das Finanzamt. Hallo. Hallo. Davon. Hallo. Ihr seid jetzt live.
Oh, das ist schön. Oh, hey. Ihr seid alles Finanzamt-Mitarbeiter, oder was? Ja, klar. Wir auch hinter uns. Finanzamt Köln, oder was? Ja. Köln und Köln haben Bonner Finanzcenter. Diesmal haben wir den Großraum ausgeschrieben für alle. Und wir waren schon zweimal nur mit dem Finanzamt Köln-West hier. Das erste Mal mit 19 Leuten. In der Piuskirche haben wir damit die 90 Tonnen Schlamm per Eimerkette rausgeholt. Und dann am 29. September waren wir hier und haben einen Weinberg leer geputzt noch am letzten Tag. Und das ist jetzt die große Aktion. Wir haben jetzt in Köln und in Bonn erstmal Sponsoren gesammelt und das ist hauptsächlich über die Steuergewerkschaft gelaufen. Du darfst jetzt nicht aufstehen, sonst liege ich im Dreck. Nee, klar. Okay. Wie ist das denn, wenn du als Finanzbeamter jetzt von mir 10 Euro kriegst, weil ich dir sage, hör mal, du hast gute Arbeit gemacht. Darfst du das annehmen? Nee, oder? Wir dürfen nichts annehmen, noch nicht mal Vernunft. Wenn ich in Kölsch ausgehe. Ja, aber ich muss in Köln noch fahren. Ich habe meinen Kaffee, das reicht mir, der fehlt. Ich kann nicht mitnehmen. Ich habe hier 0,0%. Ich hoffe, dass ich gleich keine Allergie kriege. Ja, aber gut, 0% könnt ihr auch noch trinken, kein Problem. Ja, aber Bitburger. Ja, schaffen wir auch noch hier oben. Nee, ist auf alle Fälle so. Bin froh, dass ich wieder Leute hier habe. Das heißt, das sind alles junge Finanzamt-Mitarbeiter hier? Ja, genau. Was macht ihr denn? Wir sind auch im Finanzamt. Steuerfahndung oder was? Nee, wir sind gerade erst fertig geworden. Ist aber ein nettes Arbeitsklima, oder? Ja, wenn ihr jetzt zusammen durch dick und dünn geht. Ne? Ja. Wie kommt es denn, dass ihr da mitmacht? War das ein Aufruf oder wie ist es? Ja, es hat alles er organisiert. Was heißt, er ist dann der Chef oder was? Ja, ich bin ehrenamtlich tätig für die Deutsche Steuergewerkschaft. Da sind bei uns 70% Mitglieder drin. Weil die für unsere Leute der Beste ist, für die Tarifbeschäftigten und für die Beamten. Der macht gerade Werbung hier. Und, und wir machen das alles ehrenamtlich. Und dann habe ich gefragt, ob man das nicht als Aktion machen können. Meine Mutter hat 20 Jahre in Waldpolzheim gewohnt und wir haben da unten noch Bezüge. Ich habe deine Fahrten unten gesehen im Ahrtal und wusste genau in der Straße, die runter zur Brücke geht, um die Ecke beim St. Peter, da wohnte der. Und dadurch konnte ich sehen, wie dem sein Haus aussieht. Und wir haben dann den aber erst nach 36 Stunden gefunden, den ehemaligen Lebensgefährten. Dem ging es aber gut, den hat jemand gerettet. Und dadurch weiß ich, was los ist. Meine Schwester und andere Familienangehörige haben mir schon geholfen. Und wir haben in der Finanzverwaltung selber 200 Betroffene, aber hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen. 200 Betroffene? 200 Betroffene. Wir haben 30.000 Beschäftigte in der Finanzverwaltung und 200 dann hier im Bereich. Da geht zum Beispiel über Finanzämter Leverkusen, Brühl und Bergheim. Da hat es natürlich und dann natürlich in der Eifel. War viel los und denen konnten wir nicht richtig helfen, weil wir die nicht so erreichen konnten wie hier. Und dann habe ich mir gedacht, wir haben jetzt dieses Jahr keinen Rosenmontag gehabt, keinen Weiberfastnacht gehabt, keinen Betriebsausflug gehabt. Dann habe ich unserem Chef mit dem Personalrat vorgeschlagen, machen wir doch einen Betriebsausflug hier hin und gehen an der A helfen. Ging nicht aus versicherungstechnischen Gründen, aber der hat uns... Ach, das geht! Nein, der hat uns aber beim ersten Mal freigegeben und so ist es dann auch okay. Ja. Und dann sind wir hier eben hingekommen. Ne? Ich finde das super. Ja. Also super, wirklich. Dankeschön. Hut ab. Und was ist jetzt genau dein Job? Wo? Im Finanzamt. Im Finanzamt. Ich mache die Steuererklärung. Also ich produziere die Steuerbescheide. Okay. Und hier hast du dann den Leuten geholfen, ihre Steuererklärung zu machen, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Nein, wir haben... zu kompliziert, ne? Entlang der A haben wir aufgeräumt. Echt? Ihr seid am Ufer entlang gelaufen? Ja. Haben dann Müll, Holz, alles Mögliche rausgeholt und Häufchen gemacht, dass es eingesammelt werden kann jetzt morgen. Woher bist du jetzt? Ich komme aus Stommeln. Aus Stommeln? Da kennst du mich ja. Also dein Gesicht kommt mir bekannt vor, vor allem jetzt so aus Facebook und so. Wir sind Nachbarn sozusagen. Ich komme ja aus dem Stommeler Busch. Bruchstraße ganz hinten. Das gehört nicht zu Stommeln. Wir sind ein eigenständiger Staat. Weiß, aber Bruchstraße ist ja quasi bei Stommeln. Wir sind nicht die Verlängerung von Stommeln. Nee, nee. Aber das Ende der Bruchstraße gehört schon fast jetzt zu Stommeler Busch. Boah, hier wird aber jetzt scharf geschossen vom Finanzamt. Aber ich muss lieb bleiben, sonst kriege ich nachher irgendwie... Also mittlerweile wohnst du auch in Pulheim. In Pulheim wohnst du jetzt? Ja, mittlerweile. Das ist aber kein guter Schritt gewesen, oder? Das ist zu weit vom Iguana weg. Aber ich bin hier an der Bahn. Das stimmt. Ja, ja. Nee, aber dein Gesicht kam mir bekannt vor. Ja, die Welt ist klein. Das sieht man ja jetzt oft auf Facebook, so, seitdem das hier passiert ist. Ja, mir wäre lieber gewesen, man hätte mich nicht so oft gesehen und es wäre nicht passiert. Doch, obwohl aus der ganzen. Ich bin ja sehr engagiert, also das sieht man wirklich. Ja, ich sag mal, was aus der Sache entstanden ist, dass ihr jetzt hier auch seid, ne, muss man euch wirklich hoch anrechnen. Auch wenn man oft über das Finanzamt schimpft und eine Faust in der Tasche macht,
und sich immer freut über die Abrufungen. Alles durch ihn entstanden. Manfred, dickes Lob. Und wir machen nicht die Gesetze, wir müssen die nur umsetzen. Wir haben da schon genügend Ärger mit. Aber eins könnte man gerne machen. Ich habe bei uns auf unseren Gewerkschaftsseiten schon lange Werbung geschaltet für den A-Shuttle. Und ich würde vielleicht das hier gerade nutzen. Du sagst deinen Dank und wir fordern die anderen Kollegen jetzt mal auf, sich auch mal direkt persönlich zu melden. Wir haben ja nur 30.000 Beschäftigte und 18.000 sind bei uns Mitglied. Da muss es doch noch möglich sein, dass man mehr als 52 Leute auf einen Schlag herkriegt. Ja, natürlich. Also, wo ist das denn für ein Verein, hör mal? Also, das kann nicht sein. Und ich sage, alles, was wir machen, hier ist es wichtiger. Meine Kunden, die sind froh, dass ich nicht da bin. Ich mache mal Streckung. Deswegen ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn ich nicht da bin, dann freuen die sich. Also von mir aus kann das ganze Finanzamt hier 3 Jahre am Stück arbeiten. Ja, ja. Aber wo ist es Sinn? Also ich finde es hier sehr sinnvoll, was zu tun. Hier sieht man, was man gemacht hat und man sieht auch hinten wirklich einen Erfolg rauskommen. Und ein bisschen Geld können wir dann nebenbei besorgen, was wir hier für brauchen. Was wir einnehmen, reicht aus. Also unser Amt nimmt 2 Milliarden ein. Ja, leite die doch mal um hier runter. Ja, das muss man dann machen. Ne? Nein, ich finde das super. Ja. Das ist ja völlig egal, was du bist, was du machst, wer du bist. Super. Aber wenn du hier und ja, durchschnittlich 70% unserer Leute sind unter 30. Wirklich in der Echt? Verwaltung. Ja, guck dich um. Das ist ein ganz junger Laden. Ich gehört. Du machst das ganze Durchschnittsalter kaputt. Ja, ja, ich bin der Seniorpartner, also derjenige, der im Hintergrund was macht. Aber wenn man sich umguckt, und das ist auch der Grund, warum wir dann viele Leute motivieren können, die da mitzumachen. Ne? Ich sage ja, die Jugend von heute, ne, das ist ein Lob. Ja, kann man nicht anders sagen. Also, genau, 30.000 Mitarbeiter, 52 sind jetzt hier, dann fehlen ja noch ein paar, die noch kommen werden. Ne? Werbung wird heute Abend fertig gemacht und dann gucken wir, ich klaue dann das und stellt das bei uns bei Facebook ein. Kannst du mal gucken. Deutsche Steuergewerkschaft Nordrhein-Westfalen, NRW. Ja. Einfach DSTG NRW. Das ist der Laden für das ganze Land. Und da liefen auch schon dementsprechend die Berichterstattung über die Piuskirche als 4-Minuten-Zusammenschnitt bei Facebook und bei uns auf der Seite. Ja. Und der Beitrag über unsere Weinlese. Weißt du, was mir passiert ist? Ja. An der Piuskirche war ja mein schwarzer Trecker mit der roten Erdmulde. Ja. Ne? Und jetzt verdiene ich ja auch Geld damit. Ja. Dann wollte ich, weil der eine grüne Nummer hat, wollte ich den, wie ich das immer mal, wenn ich gewerblich fahre, versteuern. Ja. Dann haben wir beim Zoll den angemeldet. Ja. Und dann kam vom Zoll ein Schreiben zurück. Herr Wipperfürth, vielen Dank, dass Sie das Fahrzeug anmelden wollen. Aber im Katastrophengebiet brauchen Sie das nicht. Wow, cool. Krass, ne? Ja, also manchmal denken die Leute auch mit. Das ist so. Ja, ich sag aber da nichts gegen. Ne? Dann sag ich mal, wir haben vor kurzem jetzt gerade bei uns die Anweisung gekriegt, die steuerlichen Anweisungen für die Flutkatastrophe. Ich bin bekloppt geworden. Ich glaube, das sind irgendwas um die 60 Seiten. Wie soll das eine Hilfe sein? Tut mir leid. Also da muss es viel einfacher insoweit sein, den Leuten da zu helfen. Manche Sachen sind übertrieben, leider in der Verwaltung. Aber auf der anderen Seite, so was finde ich gut. Ja. Dass da jemand sich Gedanken macht und dem da direkt auffällt und sagt Hallo und da auch Hinweis. Und da merkt man, die Kollegen wollen ja auch was tun. Ne? Ja. Und ich bin auch froh über jeden, der jetzt zum Beispiel im Finanzamt sitzt und weiter, was weiß ich, Geld eintreibt oder Spenden holt und ähnliches und dann dementsprechend dafür sorgt, dass hier was passiert. Weil nach 3 Monaten, ne, heute, das war mir gar nicht so bewusst, heute ist es genau 3 Monate her. Also das, was ich jetzt gerade im Moment vor 3 Monaten gemacht habe, ich will mich gar nicht daran erinnern, aber es war schon heftig. Das war genau in Waldbautzheim. Ja, ich weiß. Ja. Ich habe es gesehen. Deswegen ist genau da die Ecke, wo wir wirklich jedes Jahr spätestens zu Weihnachten gewesen sind. Ich bin noch kurz vor Corona haben wir noch Geburtstag zusammen gefeiert. Da um die Ecke, wir sind an der bunten Kuh in dem Restaurant über Weihnachten Weihnachten? Nee. Ja, also auf alle Fälle, da waren wir das letzte Mal zusammen essen da oben. Ich bin mit vielen internationalen Gruppen, weil ich auch im Rahmen der Städtepartnerschaft Köln-Tel Aviv arbeite, bin ich immer in der Winzergenossenschaft in Waldbautzheim gewesen. Einfach nur den Weinkeller zu zeigen und eine schöne Landschaft, die es woanders nicht gibt. Wenn man da heute guckt, das ist die Hölle. Aber du weißt, dass Tel Aviv das Rathaus in der Deutschlandflagge angestrahlt hat in Solidarität für die Opfer an der A in Deutschland. Ich habe ja gar nichts mitgekriegt. Nee, ist also vor 3 Monaten war das dann. Ja, ja, genau. Ja. Das haben wir insoweit gepostet. Die haben also sowohl der damalige Staatspräsident
als auch der Oberbürgermeister von Tel Aviv, hat das ganze, die ganze Stadtverwaltung in der Deutschlandflagge angestrahlt. Die Leute haben so Fenster zum Leuchten und dann eine Solidaritätsgrüße ausgerichtet. Ja. Darunter. Also das war das Einzige aus der Partnerstadt, was ich gehört habe, wo direkt was drüber gekommen ist. Ja, wären sie mal allzu schnell gewesen, ne? Ja, ja. Was hast du denn als Geheimtipp? Was ist dein Lieblingswein? Ehrlich gesagt, ich bin kein Weintrinker. Ich mache Weinkellerführung. Die ganze Familie trinkt Wein und ich mag den nicht. Ich bin Kölschtrinker. Wenn, das ist nicht aber schön. Wenn, dann richtig. Es ist einfach so. Aber meine Schwester, meine Mutter, klar, meine Mutter, die war selber hier in den Weinbergen, hat den Wein runtergeholt. Ne? Wenn die sich erzählen über die Weine, dann stelle ich mich hinten an. Und ich trinke dann lieber ein schönes Kölsch, wenn dann die Zeit ist. Welches Kölsch ist so, da darfst du aber jetzt mal sagen. Ja, ich würde mal schon sagen Malzmühle. Malzmühle ist gut, ne? Malzmühle. So, und dann danach kommt so Reisdorf so weit in die Richtung. Und der Rest muss man aufpassen, gezapft oder nicht gezapft. Ist dann auch ein Unterschied, ob Fassbier, was weiß ich, vom großen Fass, ne, Zapfanlage. Ja. Und hier, weißt du irgendwas über den Schreckenskeller da, über dieses Kölsch? Das Schreckenskammerkölsch, ja. Da ist ja schon so eine spezielle Einrichtung da. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, weil das letzte Mal, wo wir im Schreckenskammer getrunken haben, waren wir vorher woanders. Und dann kann man den Geschmack von Kölsch nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Aber ja, das ist schon urig eingerichtet insoweit, ne, da. Aber es ist auch natürlich was ein Innenladen, wo viele Leute eben hingegangen sind. Ne? Ja. Also für, das kenne ich, aber im Moment hätte ich nicht den Geschmack auf der Zunge. Dann nehme ich mir lieber. Ich glaube, haben die aber auch hier. Ne? Ja, ja. Ja, die haben kurios. Auch mal Reisdorf, früh. Reisdorf, haben die alles hier. Ne? Der Tisch ist mir nämlich ganz sympathisch hier vorne. Der sieht gut aus. Ich bedanke mich bei dir. Ja, alles klar. Tolles Gespräch. Ne? Ja, ich hatte ja noch die Idee, mit einem LKW, mit Bestandungsanlage, eventuell Weihnachten hier über die Orte zu fahren. Und vielleicht, wenn wir da irgendwelche Gruppen für kriegen und wendet, ich sag mal, Jugendmusiker. 4. Dezember. Weißt du das schon? Nee. Hast du die Lichterzüge mitgekriegt? Also in Köln? Ach so, ja, okay. 4. Dezember wird hier richtig, richtig was Großes passieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch da anschließen könnt. Ansonsten kann man jetzt nächste Wochenende oder sowas machen. Mir ging es nur darum, wenn man einen Künstler hier unten hat, dann hat man immer das Problem, man hat hier an einem Ort und dafür musste man dick Technik hinstellen. Und wir sind oft beim CSD mit dem LKW mitgefahren. Das heißt, man hat die Tontechnik auf dem LKW drauf. Ja. Und dann fährt man hat man die Bühne, kann man einfach von Ort zu Ort fahren und hat die Künstler, machen die dann an dem Tag an 4 verschiedenen oder 5 verschiedenen Stellen Konzerte. Und man braucht keinen großen Aufwand betreiben. Ne? So eine große Bühne, als Beispiel, wie sie das letzte Mal, ich glaube, in Altena war. Ich weiß, wie lange das dauert, bis die aufgebaut ist. Und ich weiß, kenne auch die normalen Preise, weil ich da auch teilweise Sachen mitgemacht habe. So ein LKW kostet ja nichts. Ein 7,5 Tonner Plane Spriegel. Die stehen Stromaggregat. Kostenfrei hier. Ne? Ja, ja, Stromaggregat. Halt also, mich mal umlaufen. Ich melde mich nochmal über die Shanti dann. Ne? Chantal. Ja. Genau. Ja. Chantal Messing, viele Grüße hier. Ne? Ja. Woher kennst du die eigentlich? Ja, die Chantal war erstens mal, die ist auch von uns im Finanzamt. Punkt 1. Echt? Die hat war im Finanzamt mit mir, gearbeitet? Ja, die ist immer noch beim Finanzamt, weiß er ja gar nicht. Die hat ja jetzt wieder, ist aus Mutterschutz dementsprechend zurück, Elternzeit und so. Und die ist bei uns in der Gewerkschaft jetzt die Frauenansprechpartnerin wieder. Ah, okay. In unserem, beim Finanzamt Köln-West. Dadurch kenne ich sie. Und die Chantal ist mit mir auch in einem, ich habe Fachkräftebegegnungen Jugend- und Sozialarbeit mit Tel Aviv gemacht, Köln-Tel Aviv. Und da war sie mit mir auch in Israel 12 Tage. Dann bestellen wir viele Grüße jetzt. Ja, schöne Grüße, Shanti. So, ja, vielen Dank dir. Schönen Abend. Tolles Gespräch. Ne? Ne? Das ist echt der Hammer. Also ist egal, was du machst, wer du bist und wo du herkommst. Du hast hier auf jeden Fall den richtigen Platz beim Helfer-Shuttle, was dir den richtigen Platz dann unten im Tal besorgt. Ich guck mal, ob ich hier filmen darf. Hallo. Darf ich hier filmen? Ihr seid mir so sympathisch, weil ihr hier so tolle Flaschen stehen habt. Seid ihr aus Köln? Ja. Das merkt man direkt. Was habt ihr heute gemacht? Gestemmt oder? Wir waren an der A, das Ufer reinigen. Ah, und wo genau? In Maischoss. Maischoss, okay.
Ja, so langsam wird es sauber, würde ich mal sagen. Ja. Ja, aber was wir da heute noch auf dem Ufer runter rausgeholt haben, also Matratzen. Menschenkette über die A selber, um halt auf die kleinen Inseln zu kommen. Echt? Und auch nochmal den Schutt wegzuräumen, kann man dazu schon sagen. Krass. Ja, das A-Wasser hat so ein bisschen was von Altbier, ne? Probiert haben wir es nicht. Nee, nicht probieren. Okay, danke euch. Bis dann. Darf ich ein Selfie machen? Ein Selfie? Ja. Natürlich. So. Eben einmal umdrehen. Ich filme dein Selfie. Ja. Dankeschön. Danke dir. So, ich gucke jetzt mal in die Kochtöpfe. Hallo. Ah, Camembert. Hallöchen. Bratwurst Willi. Geiler Name. Hallo. Hallo. Was steckt hinter Bratwurst Willi? Da steckt der Willi drin. Hier, und das ist meins. Gabi Ketchup. Seid ihr jetzt privat hier oder habt ihr... Nein, wir sind hier beim Helfer-Shuttle und grillen abends. Okay, also ihr habt kein Restaurant oder irgendwas. Nein, nur einfach so. Viel Spaß. Ich werde das gleich mal testen. Okay. Danke euch. Du kannst mal probieren. Ja, mache ich gleich. Die sind richtig. Ein Brötchen mit so einem... Ja, gleich. Ich Was ist das? Kuchen. Rheinischer Döppelkuchen. Oh, ich komm gleich. St. Martin. Wenn ich nicht St. Martins Lieder singen muss, dann komme ich gleich und probier mal. Ja. Also ich glaube, ich muss jetzt gleich die Übertragung abbrechen, weil mein Akku leer ist. Nee, das stimmt nicht, aber hier ist... Gut zu wissen, ich will kein Nudeln, was ist. Danke. Lass noch mal gucken. Wie heißt das? Rheinischer Döppelkuchen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, aber riecht lecker. Ist da Sauerkraut drin? Das ist, im Rheinland wird das immer so um St. Martin gegessen, wenn es schon kalt wird draußen. Und dann gibt es aber ganz viele Variationen. Der ist jetzt ohne Wurst, dann gibt es mit Speck, dann gibt es mit Wurst, dann, manche machen die sogar mit Pflaumen. Mit Pflaumen? Dann ist er süß. Also aber ich habe ihn auch schon mit Gehacktes gegessen. Das sieht hervorragend aus. Ist das das letzte oder habt ihr noch ein Brett? Wir haben noch hier unten drin. Nee, dann komme ich gleich nochmal. Ja, okay. Versprochen. Bis gleich. Und hier ist Familienkochen, oder was? Familienkochen ist doch super. Guck mal, der ganze Nachwuchs ist dabei. Ihr seid auch vom Helfer-Shuttle oder seid ihr von dem Catering? Catering-Unternehmen. Ja? Genau. Und wir verpflegen euch ja alle schön brav. Wo sitzt ihr normalerweise? In Bendig. Ja, Großküche, genau. Und sind jetzt schon ziemlich lange hier und haben heute die Kids mitgebracht, damit ihr euch auch mal unterstützen könnt. Dankeschön. Vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt ist da hoffentlich noch was bei uns. Ja, natürlich. Ja, ich muss noch ein bisschen wir filmen. Und dann. Genau. Ich muss immer aufpassen, weil die Zelte sind irgendwann zu und dann bin ich total deprimiert. Ah, okay. Dann viel Erfolg. Erinnert mich bitte, ja. Bis gleich. Vielen Dank. Ja, so läuft hier die Versorgung. Nee, ich habe noch Powerbank. Ich wollte euch nur vorgaukeln, mein Handy würde gleich ausgehen. Aber dem ist nicht so. So. Hi. Hallo. Dein Lied ist auch super angekommen, ne? Ich habe ein Angebot bekommen von einem Tonstudio. Ja. Allerdings nicht kostenfrei. Ja, aber wir wollen ja gerne ein kostenfreies Tonstudio haben. Okay. Damit du deinen Song aufnehmen kannst. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Okay. Ne? Hier riecht so weihnachtlich. Was ist hier los? Ich bin gerade gekommen. Ich weiß es nicht. Hier riecht es nach Weihrauch. Ja. Also heute Abend wollen wir es nochmal singen. Ich habe im Büro hinten gebeten, den Text auszudrücken, zu drucken, dass wir es mal miteinander singen können. So als Abschied, weil ich reise heute wieder ab. Echt? Ja. Ui. Und wann bist du wieder hier? Ich glaube, das war's für dieses Jahr. Weißt du, es sind 3,5 Stunden Fahrt. Ja. Und wenn es nebliger und kälter und vielleicht auch glatt wird, das traue ich mir nicht zu, die Fahrerei. Es sei denn, irgendjemand von uns aus der Gegend fährt wieder her. Da kann ich mich dann anhängen. Aber alleine traue ich mir nicht mehr vor. Ja. Weil ich war noch nie in Held der Autobahn.
Ja, vielleicht hältst du es ja doch nicht zu Hause aus. Ich glaube, hier ändert sich auch ein bisschen was. Das wird hier wärmer und alles, ne, für euch gemacht. Und nee, hier ging es kalter auf der Straße, wenn es irgendwie glatter wird oder auch wenn du durch die Nebelbänke fahren musst. Solche Sachen. Da bin einfach kein super Autofahrer. Ja, schade. Und wie gesagt, wenn irgendjemand aus der Heilbronner Gegend, aus dem Hohenlohe-Kreis, aus Schwäbisch Hall meint, er fährt noch mal her. Wie kann er dich denn erreichen? Warte mal, 07942 8063. Okay, also wenn einer hier runterfährt und dich mitnehmen würde, würdest du noch mal mitkommen? Würde ich noch mal mitkommen, ja. Ja, haben wir nur alle. Das selber fahren, das... haben wir notiert alle. Das ist das Anstrengendste. Ja, kann ich verstehen. Aber vielen Dank. Dann singen wir gleich noch mal gemeinsam, ne? Ja, also ich gucke jetzt mal gerade hinten, ob sie es tatsächlich ausgedruckt haben. Dann spreche ich noch mal mit Thomas und dann schauen wir, dass wir das hinkriegen. Alles klar. Dann bis gleich. Hier hat sich schon ein bisschen geändert. Dicke Jacken sind schon hier im Vormarsch. Die Temperaturen sind natürlich ein bisschen runtergegangen. Aber es ist noch gut erträglich hier. Unsere Kunstschmiede und Schmiede sind hier zugange. So, habt ihr einen kleinen Überblick. Es sind natürlich weniger Leute als am Wochenende. Ich denke, jetzt am Wochenende wird nochmal richtig was los sein, weil wir auch hervorragendes Wetter gemeldet haben. Und ich denke, ich werde jetzt mal ein Happen zu mir nehmen und werde nachher nochmal live gehen. Ich sag mal, bis nachher. Wir sehen uns gleich. Ciao. Aber das, was ich euch heute alles erzählen möchte, geht das nicht. Und ich möchte euch auch nichts vorenthalten. Ganz im Gegenteil, ich möchte euch heute abholen. Ja. Wir fangen aber als allererstes mal damit gesehen, an. Ne? Und zwar, es gibt ja mit dem Mann mit dem roten Fahrrad am Interview. Da bist du vorbeigekommen. Hast du Daumen raus? Ja, mit dem silbernen Auto. Ja, ja. Eins. Er war das mit dem Daumen raus. Jo. Ja. Nee, bitte nicht applaudieren, weil wir hatten nämlich heute jemanden, der einen leichten Stromschlag bekommen hat. Derjenige ist jetzt auch in stationärer Behandlung. Ich kann euch sagen, gerade eben haben wir extra nochmal angerufen, der kommt morgen wieder aus dem Krankenhaus raus und routinemäßig bleibt er jetzt nochmal da. Es ist aber so, ich möchte euch den Hergang erklären, und zwar hat er einen Stromschlag bekommen an einer Maschine sogar, an einem Estrichstemmhammer mit einem Metallgehäuse. Und ein Elektriker sagte gerade eben zu mir, Thomas, ihr müsst aufpassen, vor allen Dingen bei den älteren Geräten, ihr müsst die Stromaggregate erden. Ja, ich wusste das auch nicht in der Tat, aber es ist so, dass wir bitte ab sofort, wenn wir mit großen Maschinen arbeiten, die ein Metallgehäuse haben, werden die Stromaggregate geerdet. Das geht relativ einfach. Unser Baumarkt hinten wird entsprechende Kabelstücke einfach zur Verfügung stellen, dass das einfach ordentlich geerdet ist. Dann passiert sowas nicht. Den Hergang habe ich mir jetzt auch mal grob erklären lassen. Klar, ich war nicht mit dabei, aber es ist halt so, dass es im Prinzip ein leichter Stromschlag war. Man ist vorsichtshalber ins Krankenhaus gefahren und die haben gesagt, du bleibst vorsichtshalber mal hier. Ich krieg jetzt auch ein EKG und aller Voraussicht nach, also ist das jetzt nichts Schlimmes, aber dann kommt er morgen im Prinzip wieder aus dem Krankenhaus. Aber ihr wisst ja, dass ich euch davon nicht verschone und ich bin auch der Meinung, dass wir damit sehr offen umgehen sollen. Einfach schon allein aus dem Hintergrund, dass wir das Thema haben, wenn wir irgendwann mal eine Tendenz erkennen, und da können wir nicht nur alleine, sondern da brauchen wir alle, dann müssen wir eingreifen. Und ich möchte diese Tendenz erst gar nicht haben, sondern wir greifen immer direkt schon am Anfang ein. Ich setze mich damit im Prinzip selber unter Druck, weil ich es öffentlich erzähle. Aber ich denke mal, dass das auch mit dazu gehört, so wie wir jetzt hier, wie ich die Verantwortung auf mich geladen habe, euch sicher nach unten zu bringen, bin ich auch der Meinung, dass wir die Verantwortung haben, euch darüber aufzuklären, was unten schiefläuft. Ich kann es nicht verhindern, dass ihr unten Fehler macht oder Dummheiten. Da kann ich nichts dran machen. Aber ich kann immer über Unfälle, fast Unfälle reden, damit ich euch damit sensibilisiere. Also die Zahl 1.
Unsere Statistik ist im Prinzip jetzt im Eimer, weil wir waren jetzt 5 Tage in Folge, waren wir ohne nennenswerte, nee, sogar 6, ohne nennenswerte Unfälle. Und für mich ist das ein nennenswerter Unfall. Kleine Schürfwunde, eine kleine Schnittwunde oder ein gebrochenes Herz. Die fallen in unserer Unfallstatistik jetzt nicht so auf. Ich weiß, normalerweise das ein oder andere schwer gebrochene Herz hätten wir eigentlich aufführen müssen, aber die haben schnell wieder neue Partner gefunden. So. Wir kommen aber zu der nächsten Zahl und das ist 983. Ja, 983 Helfer. Ihr werdet jetzt denken, wo sind die eigentlich alle? In der Tat sind 400 Helfer schon direkt weitergefahren. Das heißt, sie sind unten direkt abgeholt worden und direkt wieder weiter weg. Ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, die hatten heute nur einen Tag hier in Einsatz. Deswegen, die Zähler eben sagten zu mir, pass mal auf, wir haben jetzt hier 581 oder so. Ich sage, nee, ich weiß die Zahl besser, wir haben 983, weil die 400er Trupp direkt weggefahren ist. Aber trotzdem ist das für mich eine Zahl, die ist grandios. Es war ein krasser Donnerstag heute. Wir haben heute viel geschafft. Und ich komme im Prinzip jetzt schon direkt darauf, euch zu erklären, was wir gerade mit diesen vielen Helfern heute haben schaffen können. Und zwar, wir fangen als allererstes an, und zwar der eine oder andere, der heute mit dabei war, der kennt das Weinfeld unterhalb vom Kloster Kalvarienberg. Das ist ein Ortsteil von Ahrweiler, schräg gegenüber von Waldbochtsheim. Und da ist heute was passiert, und zwar waren da heute 163 Helfer unterwegs. 163 Helfer, geführt von Ute. Ute. Ute war uns die ungebrochene Fachkraft im Führen von vielen starken Männern. Nein, bei Ute ist es so, Ute hat, wenn wir solche Aufträge haben, dann ist die erste Ansprechperson immer auch schon die liebe Ute, weil die sagt einfach, gebt mir, ich mach. Das sind mir eigentlich die Liebsten, die einfach sagen, okay, pass mal auf, ich kümmere mich jetzt da selber drum. Und das, da kannst du die Augen zumachen, da kannst du gut schlafen, das funktioniert immer. Ute hat heute 163 Helfer unten im Griff gehabt, die vor eine ziemliche Herausforderung gestellt wurden. Nämlich, es waren für heute 2 Radlader bestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, die aber dann, die hatten, ich glaub, entweder sind nicht, also einer hatte einen Defekt, glaube ich, oder hatten beide sogar einen Defekt. Ja, waren beide, Murphys Gesetz, beide kaputt. Jetzt war das aber so, dass die Frau Hirsch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Frau Hirsch, eine ältere Dame, der dieser Weinberg, Weingarten gehört, ja, die hinter dem Druck oder unter dem Druck steht, dass es da jetzt schnell weitergehen muss. Und deswegen komme ich gleich mal zu einer Erklärung, die ich nämlich jetzt dem Helfer bieten kann, der gestern eben bei mir war. Und ich sagte, wir hatten da eine komische Arbeit. Da ist es so, dass diese Weinstöcke, die Reben, die müssen da jetzt raus, weil die Frau Hirsch jetzt im Prinzip in den nächsten Wochen alles vorbereiten muss, damit da wieder neue reingesetzt werden können. Das heißt, die Dame ist unter Druck. Jetzt war es so, dass sie sich netterweise an uns gewandt hat, weil hier wirklich so auch keiner direkt jetzt weiterhelfen konnte. Und dann sind wir runter, oder dann ist Ute runter mit euch, 163 Leuten, und steht aber vor der Riesenaufgabe, heute irgendwie das auf die Kette zu kriegen, aber ohne Maschine. Und da möchte ich euch meinen fetten Respekt aussprechen, weil ich habe die Bilder gerade eben gesehen. Es war Wahnsinn. Ihr habt eine Eimerkette gemacht über 50 Meter, da habt ihr einen Berg aufgeschüttet. Ich sag mal, ich bin sehr schlecht im Schätzen, aber wie viel Meter war der nachher hoch? 1000. Okay. Nein. Nee, ich versuche realistisch zu bleiben. Was glaubst du? 3 Meter, 4 Meter? 3, 4 Meter hoch. Das ist aber alles, dieser ganze. Und da war Schlamm, der war bis zu 1 Meter dick, glaube ich, hat sie gesagt, zwischen einem halben und 1 Meter dick.
Und das ist von Hand abgetragen worden und per Eimerkette auf eine Lagerposition, so eine kleine Halde, rübergeschickt worden. Dann wurden die ganzen Stöcke rausgezogen. Das sind diese Spannstöcke, die wir drin haben in den Weinbergen und Weingärten, wo wir dann im Prinzip die Reben, wo das Laub reinwachsen kann, wo die Drähte gespannt sind. Die sind auch alle von Hand rausgezogen worden. Und dann sind auch die einzelnen Rebstöcke, wenn ich das mitbekommen habe, im Prinzip unten abgetrennt und rausgeholt. Mit einer Kettensäge. So war's. Mit einer Kettensäge. So, ihr seht, es tut mir leid, ich habe hier ziemlich viel auf dem Zettel draufstehen, aber das steht nicht drin. Ja? Aber ihr seht jetzt mal, es ist eigentlich ganz gut, dass ihr das reinruft. Deswegen wisst ihr jetzt, warum ich die Zettel habe, aber ich krieg's immer noch nicht präzise genug hin, weil das sind ja auch Informationen, die auch gerne jeder wissen sollte. Das heißt, 163 Helfer, die es geschafft haben, heute der Frau Hirsch den Weinhang fertig zu machen, weil wir keine Maschinen hatten. Und es ist auch auf absehbare Zeit für bis nächste Woche keine Maschine zur Verfügung, wie wir da rein können. Aber, jetzt gibt es ein großes Aber. Die Ute, die hat mir gerade eben was ins Ohr geflüstert. Die hat nämlich zu mir gesagt, Thomas, nächste Woche Samstag gibt es einen Kettenbagger, Schieber, Bulldozer, wie die Dinge auch immer heißen, wo wir dann quasi einmal alles abschieben können danach. Aber der ganze Kleinscheiß ist schon raus. Und das war im Prinzip genau heute euer Job, diesen ganzen Kleinscheiß da rauszukriegen, damit die einmal jetzt mit dem großen Gerät da durchfahren können. Ich habe das jetzt extra so genau erklärt, weil ich gerade eben darauf angesprochen worden bin, dass das doch eher so eine ABM war. Ja, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Da muss ich halt ganz klar sagen, dass das ja vielleicht bei dem einen oder anderen auch so rüberkommen kann und auch vielleicht in der Situation steckend auch sich so anfühlt. Aber ich werde auch nicht müde zu sagen, dass wir hier oben unser Bestes tun, dass das gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt extra vorher so detailliert erklärt, was da genau passiert ist, dass diese Flexibilität, die da heute an den Tag gelegt worden ist, bei weitem keine ABM war. Sondern das war Innovation ohne Maschine. Ja? Und deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken und auch vor allen Dingen auch bei euch für das Verständnis bedanken, dass ihr den Tag gelegt hat, dass es manchmal etwas ruckelt. Jetzt muss ich auch dazu sagen, ihr wart sogar 2 Stunden früher fertig. Das heißt, da ist nicht nur dieser Riesenberg bewegt worden, sondern die waren auch noch 2 Stunden früher fertig. Also ich denke mir mal, es war eine lustige Truppe. Ich habe ganz tolle Bilder von euch gesehen und keiner hat geweint. Also ihr habt alle gelacht auf dem Bild. Also für mich war das ganz toll. Dann kommen wir jetzt mal nach Bad Neuenahr. Nein, noch nicht. Ich möchte nur über den Sternen sprechen. Die wurden heute rundum 162 Leute wurden rundum versorgt mit allem Möglichen, mit Essen, mit Snacks zwischendurch. Das war wirklich super. Also, ich weiß ja nicht mehr, wer das alle gehört hat. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gehört habt, aber. Das hat die Ute mir gesagt und ich habe es vergessen zu sagen. Nee, weil die Ute kam nämlich zu mir und sagte, Verpflegung hat geklappt und es gab sogar Snacks. Ihr habt nämlich, Schokohörnchen habt ihr, glaube ich, noch bekommen. Ja? Auch da die Frau Hirsch hat Schokohörnchen besorgt und Ute hat das da organisiert, dass das Essen runtergefahren worden ist. Dann muss ich dir sagen, einmal hier über den Lautsprecher einen fetten Applaus für Ute, weil die hat das Essen heute Mittag nämlich auch noch besorgt. Ja. So, dann kommen wir nach Bad Neuenahr. Und in Bad Neuenahr ist es so gewesen, dass es jetzt hier eine Helfertruppe gegeben hat von 5 Leuten, die jetzt wissen, wie man einen Hydranten installiert. Ja, es ist so, es war eine Einsatzstelle in Bad Neuenahr und wir wollten mal Kärschern. Ne? Wir wollten, ich glaube, da waren Garagen oder so Hallen sauber zu machen. Und was braucht man für einen Kärscher? Wasser. War aber kein Wasseranschluss da. Also hat man gesagt, jo, dann holen wir uns halt einen Hydranten. Ja, aber wo einen Hydranten hernehmen? Dann hat man den Hydranten von hier oben, glaube ich, genommen, wenn ich das richtig eben vernommen habe. Dann ist man damit runtergefahren, aber für einen Hydranten anzuschließen, braucht man
Ich als alter freiwilliger Feuerwehrmann brauchst du natürlich einen Hydrantenschlüssel. Ja? Musst du erstmal eine Hake haben, um das Ding aufzumachen, musst das Ding installieren und dann mit dem Vierkant aufdrehen. Alles war nicht da. Dann haben die Herrschaften Folgendes gemacht und haben gesagt, so, das sind ja Baufirmen, dann schnorren wir uns jetzt mal durch. Hydrantenschlüssel geholt. Ich glaube, Eimer habt ihr euch noch besorgt. Schläuche habt ihr euch noch besorgt, wenn ich das richtig hier alles minutiert hatte. Hier steht noch jede Menge Zubehör, haben uns besorgt. Und die Baufirmen haben uns fleißig immer weiter ausgegeben. Ja. Habt ihr die Beute mitgebracht? Bitte? Habt ihr die Beute mitgebracht? Ja, das weiß ich nicht ganz genau, aber wir könnten gleich mal auf jeden Fall im Baumarkt nachfragen. Weiter ist aber dann noch zum Thema Ohren aufhalten. Hat es noch eine Geschichte gegeben, und zwar ist eine alte Dame zu dieser Truppe gekommen, hat sich daneben gesetzt und hat sich mit den Helfern unterhalten. Hat sich im Prinzip bei den Helfern bedankt, nämlich über Folgendes. Wir gehen euch ja, also unser Team, die Fahrer, die Scouts, schlussendlich ich auch, wir gehen euch immer auf den Keks, dass ihr die Ohren aufhalten sollt. Und die Dame hat sich bedankt, dass sie die Ohren aufgehalten wurden und die Augen. Weil die Frau hatte 8 Wochen fast gar keine Versorgung, weil sie im Obergeschoss war, gehbehindert ist und nicht runterkam. Aber Helfer, die von uns runtergefahren wurden, haben es organisiert, dass die Dame regelmäßig Essen und Trinken bekam. Und da hat sie sich im Prinzip bei der Truppe nochmal bedankt. Und den Dank, denn daran möchte ich euch teilhaben lassen, weil das ist nicht der Verdienst des Helfershuttles, sondern das ist euer Verdienst. Und ihr habt dafür gesorgt, dass jemand nicht durchs Raster gefallen ist. Und da möchte ich mich für bedanken. So, dann komme ich jetzt zu der Mutter ohne Brüste. Wer ist die Mutter ohne Brüste? Gucken, ob ich ihn sehe. Wer weiß noch nichts davon? Wer weiß gar nicht, dass ich ihn meine. Ich erzähle euch was von der Mutter ohne Brüste, die harte Zahnbürsten in ein Haus gebracht hat, diese harten Zahnbürsten verteilt hat, damit man entsprechende, was habt ihr nochmal gereinigt? Da wurde alles gereinigt mit Zahnbürsten, aber es ist nicht so gewesen, dass der Besitzer Zahnbürsten haben wollte oder den Scout gesagt hat, ihr müsst das mit Zahnbürsten sauber machen. Nein, die Helfer haben Zahnbürsten bestellt, weil sie das lieber mit Zahnbürsten gerne sauber machen möchten. Daraufhin hat die Mutter ohne Brüste, ich sage jetzt mal den Namen René, das ist nämlich unser Scout in Dernau, der hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und hat Zahnbürsten gekauft. Sogar Zahnbürsten in Hart. Ja. Das klingt sehr lustig vor, aber ich möchte betonen, dass ihr nicht dazu gezwungen wurde, mit Zahnbürsten zu arbeiten. Es ist euer eigener Wunsch gewesen. Weiter ist es auch so, dass in Dernau die Essensversorgung hervorragend gut funktioniert hat. Und zwar mussten zusätzliche Essen heute organisiert werden. Und da möchte ich dem Bürgermeister, der Daganova von Dernau, einen speziellen Dank aussprechen, weil wir haben ziemlich abgezähltes Essen mittlerweile. Und wenn da auf einmal 25, 30 Leute stehen, dann kommen da schon mal einige Leute fangen an zu schwitzen. Also die kommen ins Schwitzen, wenn dann die Leute da stehen. Die Dernauer haben nicht geschwitzt. Die haben nämlich einfach gehandelt und haben die Essen im Prinzip zusätzlich zusammengekramt irgendwie und rausgegeben und haben dafür gesorgt, dass jeder ein warmes Mittagessen bekam. Und dann möchte ich mich auf dem Weg, Fred, wenn du zuguckst, und auch der Daganova nochmal meinen besten Dank aussprechen, dass ihr das heute so unbürokratisch und so schnell geregelt habt. Das ist einmal zu Ende. So. Ich habe nochmal eine Stimme aus dem Tal, die ich euch gerne vorlesen wollte, weil die ist heute zu uns gekommen. Wir möchten all den Menschen danken, die teilweise von weit her kommen und den Menschen hier beistehen. Ich bin immer wieder gerührt von der Hilfe und dem Mitgefühl der Menschen.
Lasst uns die Solidarität in unserer Gesellschaft weitertragen und unsere Gesellschaft entwickeln, sich zu einer besseren zu entwickeln. Das kam heute aus dem Ahrtal. Ich muss ehrlicherweise gestehen, es steht hier kein Name drauf, weil normalerweise haben wir zumindest mal einen Vornamen draufstehen. Das ist jetzt direkt aus dem vom E-Mail-Programm aus, sieht zwar nicht so aus, aber die sagten zu mir, wer heute angekommen. Ich versuche gleich den Namen noch einmal nochmal euch durchzusagen. So, ihr seht, wir haben Kerzen an, weil wir haben jetzt, ja, wir haben 7:15. Um 6 Uhr war Schuld voll Wasser. Vor 3 Monaten. 6 Uhr ging hier noch keine Sirene, aber in Sinzig fuhr die Feuerwehr rum und hat Durchsagen gemacht. War ziemlich genau um 17.45 Uhr. Wir haben hier um 18 Uhr in Dernau einen Wohnwagen gehabt, der schon zerschellt ist an der Brücke. Das war auch jetzt ungefähr. 3 Monate her, ja, und noch ziemlich viel zu tun. Aber in den 3 Monaten haben wir es geschafft. Es sind nicht nur 75.000 Helfer vom Helfer-Shuttle, sondern es sind Hunderttausende, die gekommen sind. Es ist nicht nur der Helfer-Shuttle, es sind viele, viele andere. Da gibt es ganz viele zu erwähnen. Die jetzt aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich kenne auch nicht jede einzelne kleinste Organisation leider. Aber es sind Hunderttausende. Und die haben in den 3 Monaten was geschafft, was die wenigsten geglaubt haben. Wir haben nicht dran geglaubt, viele andere haben nicht dran geglaubt, aber ihr habt das geschaffen. Die Freiwillige Hilfe war unser größtes Glück, was wir hatten bei uns in der Krise. Das ist der größte Mut. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht kannte. Die mediale Aufmerksamkeit ist ja schön und gut. Es ist auch toll, meine Bundespräsidenten hier zu haben. Finde ich total toll und bin da auch sehr stolz drauf, dass ich da Teil von sein durfte. Aber viel stolzer bin ich eigentlich, dass ich jeden Tag hier stehen darf und euch hier zu begrüßen. Morgens, abends. Ja. Zugeschickt bekommen und einen herzlichen Gruß an meine Deutschlehrerin Frau Idliebe. Die sagte, ich wäre der schlechteste Gedichtevorleser, den sie je in ihrem Leben in der Schule gesehen hat. Aber ich gebe mein Bestes. Wir haben ein Gedicht zugeschickt bekommen und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass wir gerade immer noch recherchieren, wer uns diese Zeilen geschickt hat, weil wir das mit der E-Mail-Adresse nicht nachvollziehen können. Deswegen an denjenigen, der dieses Gedicht geschrieben hat, den Appell, schreib uns bitte eine E-Mail, lass uns eine Nachricht zukommen, weil wir werden das entsprechend abdrucken. Wir brauchen deinen Namen für darunter und jetzt möchte ich euch alle daran teilhaben lassen. In meinem Leben, nie hätte ich gedacht, dass so eine Welle der Flut je erwacht. Tage zuvor geregnet, man konnte kaum raus, gefesselt in seinem eigenen Haus. Die Keller leicht bedeckt von Wasser, mit Eimern versucht, es wurde immer nasser. Dies ist nicht wie jedes Jahr, das wurde uns schon sehr schnell klar.
Das Wasser stieg, wir gaben auf, wir gingen zum Glück die Treppe hinauf. Es wurde schrecklich und es krachte laut Geschrei. Es ging unter die Haut. Die Welle durch die Fenster kam rein, war wie ein heftiger großer Stein. Mit letzter Kraft aufs Dach gerettet, bevor man sich wird ins Wasser gebettet. Oben dann die Heimat sieht, wie sie an uns vorbei herzieht. Gegenüber unsere Freude sahen Erleichterung. Sie waren da. Helfen ging nicht in dieser Not. Das wäre für uns alle der sichere Tod. Wir sahen, wie das Haus krachte ein. Menschen fielen in die Flut hinein. Der Schock sitzt tief. Die Angst ist groß. Wer hilft denn jetzt uns hier nur bloß? Die Nacht verging mit Angst und Schrecken auf dem Dach mit ein paar Decken. Am Abend endlich runter vom Dach mit dem Hubschrauber, wir waren so schwach. Tage danach, das Wasser ist fort, wir konnten wieder in unseren Ort. Rundherum und im Haus geguckt, die Tränen mehrfach weggeschluckt. Die Hoffnung ist nicht mehr zu sehen, wir immer weiter im Kreise uns drehen. Auf einmal, da sind sie da, die Rettung unseres Lebens, ja. Fremde Menschen sind gekommen, haben unsere Arbeit übernommen. Geben konnten wir nichts, waren blank. Ihnen Freude bereiten, ein einfacher Dank. Überwältigt von der Bereitschaft, sie waren so bemüht, die Hoffnung, das durchzustehen, ist wieder aufgeblüht. Ihr habt das Leben aller gerettet, eine Sonne der Gefühle zusammengekettet. Wir danken euch sehr viel, das muss man sagen, ihr habt die Herzen aller zusammengetragen. Die Flut schenkt eine Herzenskette. An den Unbekannten draußen, ich finde, das ist einer der tollsten Gedichte, die wir zu uns bekommen haben. Wir haben sehr, sehr viel zugeschickt bekommen. Wir kriegen auch, und ich freue mich auch für alles, was kommt, auch was da noch kommt. Für mich finde ich das total, also ich finde es persönlich super toll, dass man auch, dass man sich so Gedanken macht, weil das ist im Prinzip ein Gedicht, wo man meint, er wäre mit dabei gewesen, aber es ist ein Helfer, der bei einem Betroffenen war. So steht es auch oben drüber. Das heißt, da hat jemand ganz gut zugehört. Das war also ein perfekter Zuhörer. Und ich wollte euch jetzt da mal daran teilhaben lassen. Wir haben davon Dutzende hervorragende Gedichte. Und es ist leider nur ein Auszug. Und wir werden die sukzessive alle auch veröffentlichen. Weil wir das auch dürfen. Gut, wenn man uns das zuschickt, muss man... Ja, ich will nicht damit rechnen, aber dann... Ich möchte alle daran teilhaben lassen. Ich denke, jeder, der uns ein Gedicht schickt, ist auch froh, wenn das andere hören dürfen oder lesen dürfen. Gut, wir sind jetzt bei 5 Minuten weiter, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. 5 Minuten, es wird ja über die Flutwelle gesprochen. Flutwelle war aber von der Viskosität her recht langsam. Wisst ihr im Prinzip alle, weil ihr habt die Storys schon gehört. Das heißt, wir sind jetzt von Schuld aus nicht schon in Altenaar gelandet, sondern vielleicht mal ein paar hundert Meter weiter. Um 23 Uhr klingelte bei mir das Telefon und Patricia, meine Mitarbeiterin, sagte, du musst mich jetzt hier rausholen. So lange hat das Wasser gebraucht, um bis nach Waldpochtsheim zu kommen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir heute hier etwas gediegene Musik haben. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr alle hier bleibt. Aber im Prinzip... Ja. Nix ist los. Wir werden einen tollen Abend haben.
Wir werden einen schönen Abend haben. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute hier bleiben. Trinken wir das ein oder andere Getränk. Und trotzdem bin ich froh, dass ihr hier seid. Hattet gut. Ja, jeder hat jetzt ein Kloß im Hals hier und da schießen einem tatsächlich die Tränen in die Augen. Ich kann ja auch nur berichten von vor 3 Monaten und das ist unfassbar, was hier passiert ist. Und wir waren ja ein paar Stunden nach der Katastrophe dann hier und man versteht das alles nur nach und nach. Und heute konnte ich euch wieder zeigen, Stellen zeigen, wo wir noch nicht waren, wo noch kein Helfer war, und das ist einfach so unglaublich. Hallo. Ja. Ich filme, ja. Und das ist einfach, ja, ihr müsst weiterhelfen kommen und an euch hängt es hier, wie es hier weitergeht. Ne? Ganz wichtig, ohne euch läuft es hier nicht. Ist einfach so. Ohne die Freiwilligen läuft hier nichts weiter. Also die Stimmung ist heute ruhig und ja, in Gedenken an das, was vor 3 Monaten passiert ist. Ich persönlich werde jetzt heute nicht lange mehr hier bleiben. Ich setze mich jetzt gleich auch ins Auto, fahre nach Hause. Für mich war es wieder ein harter Tag, würde ich mal sagen, weil es eine Gefühlswaschmaschine war, die immer wieder einen anderen Waschgang eingelegt hat. Und das Härteste war für mich heute Morgen das Gespräch mit dem Fahrradfahrer in Walpotsheim. Ja, ich glaube, ich fahre jetzt auch nach Hause. Ich würde mich dann jetzt hier verabschieden von euch und einfach, ja, macht was Schönes. Bis nachher oder bis morgen, sage ich mal. Ja? Bis morgen, macht's gut. Weil hier riecht so süßlich, man denkt, hier ist so irgendwas, was ist hier Gras oder was macht einen hier so abhängig? Ich weiß auch nicht genau. Du das bist ja ständig nicht, hier, hör mal, du bist ja schon wieder hier. Da unten wieder, Markus, du weißt doch, was los ist. Hallo. Der Herr Rustemeyer ja, schon wieder mit Partnerin und ihr seid schon wieder hier. Ja, wir haben Urlaub. Ich habe meinen ersten Urlaub in meiner Firma genommen und diese Woche haben wir Urlaub und die Donnerstag, Freitag, Samstag wollten wir noch ein bisschen hier was machen. Habe ich jetzt richtig gezählt zum 9. Mal hier? Zehnte Wochenende. Krass. Und du hast einen Aufruf, den wollte ich jetzt noch mal ganz kurz posten. Ich bin natürlich immer noch hier, ich habe mich wieder festgequatscht. Hoffentlich hat meine Frau nicht eben gesehen, dass ich jetzt nach Hause komme. Ja. Unser Scout Michael, wir brauchten morgen in Schuld, brauchten wir einen Steiger. Und zwar wollen wir da eine Scheune, eine Fachwerkhaus zu machen. Das soll winterfest gemacht werden, da soll Noppenfolie dran, dass das abtrocknen kann. Und da brauchen wir einen Steiger, der so circa 8 bis 10 Meter irgendwo auslegen kann. Hat sich noch keiner gemeldet? Es haben mehrere geteilt, aber direkt jetzt ein Angebot haben wir noch nicht bekommen. Also für morgen bitte einen Steiger. Kontakttelefonnummer ist in deinem... Darf ich dich filmen? Ja. Echt? Ja, weil du Uniform an hast hier. Nee, das ist nur getarnt. Nur getarnt, aber so. Ah, nur getarnt. Ja. Also, tut man so. Ja. Also, du brauchst einen Steiger, ja. Eure Truppe. Genau, wir haben unten einen, der ist in Eigenregie, hat Folie dabei. Wir haben heute in Schuld die Bank und den Supermarkt mit Rahmen versehen. Haben dann 3 Lagen Noppenfolie drauf von der Lattung. Und er hat jetzt noch mal eine silberne, hat die schön besprüht mit Graffiti. Ja, und wenn wir jetzt einen Steiger hätten, dann könnten wir morgen ein Fachwerkhaus, ein sehr, sehr altes Fachwerkhaus, könnten wir komplett zumachen. Für den Winter dann.
Willst du mal deine Telefonnummer gerade sagen? Ich habe sie hier. Ah, er hat sie. Das ist die 0176-420-75252. Das ist der Albert. Ja. Der wartet auf euren Anruf. Ja. Er sitzt da, oder? Ich hatte das eben schon mal geteilt, den Aufruf. Ja, ihr wundert euch, warum ich noch hier bin. Ne? Thomas Bütz, wir haben gerade hier zusammen gestanden in der Runde und er hat noch mal Revue passieren lassen, was hier vor 3 Monaten passiert ist. War sehr emotional und ja, ich sag mal, heute vor 3 Monaten ist es hier passiert. Ne? Ja. So, jetzt verabschiede ich mich aber auch wirklich. Der Aufruf ist noch mal rausgegangen. Dankeschön. Vielleicht klappt es ja. Ja, ne? Ja, toll. Fragt die Dachzeitnomaden. Keine Ahnung, vielleicht haben die einen Steiger. Keine Ahnung. Wurde hier gerade geschrieben. Wir haben heute getroffen. Ja, die Dachzeitnomaden waren heute in Antweiler. Waren wir auch heute in Antweiler. Da waren die auch auf der Baustelle, wo wir waren. Ja. Ja. Wir haben heute einen Schafstall abgerissen, Mensch. Das wollen wir eigentlich gar nicht, die Landwirtschaft. Da sollte nichts abgerissen werden. Nee, Landwirtschaft muss aufgebaut werden. Ja, gesagt, das können wir renovieren hier, aber das war alles so. Das da war nichts mehr zu retten heute. Vor allem die Schreibweise. Also ey, hier ist unser Dauergast. Auf, ne? Schalt das ab jetzt. Nee, ja, ich schalte das jetzt gleich ab. Total verrückt immer. Wie bist du hier eigentlich damals hingekommen? Ja, das weißt du doch wohl. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja ein bisschen Alzheimer. Ja, ich habe deine Videos gesehen und dann habe ich gesagt, ich muss was helfen. Du musst das nochmal irgendwie nachgucken, wie das ist Ding. Der treibende Keil gewesen. Ja, ja. Nein, ich verfolge dich ja seit vielen Jahren. Wir kennen uns ja jetzt 10 Jahre und dann, wo du dann hier losgefahren bist und ja, da habe ich auch die Verzweiflung bei dir gesehen und da habe ich gesagt, da muss man was machen, da muss man hin, da muss man helfen. Deswegen sind wir hier. Und jetzt, wenn du einmal hier bist, das ist ja so, sagt der Pützi auch, dann kommst du auch wieder. Und ja, jetzt sind wir halt schon reichlich hier. Mein Schwager ist aus Brandenburg angereist hier. Hallo. 10. Wochenende. Ja. Und kein Ende in Sicht. Noch nicht. Nö. Gibt kein Ende. Nee. Solange bis hier nicht fertig ist, ist kein Ende. Ja, fertig wird Ende schon noch lange dauern, Ende, aber wir tun, was wir können im Moment. Ja, das ist... Ja. Wir können ein bisschen was geben. Wir haben die Zeit und warum soll man das nicht machen? Super. Du tust ja auch viel hierfür. Genau. Ja. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Ich verabschiede mich. Danke an euch. Ne? Wie gesagt, vergesst den Aufruf nicht. Ein Steiger, da wird auf jeden Fall dann morgen mitgeholfen werden können. Ich verabschiede mich von hier und ich bin heute ein wenig emotional angeschlagen. Das ist hier wirklich heute eine Achterbahn gewesen. Das war keine Waschmaschine, das war eine Achterbahn. Das sind die letzten Eindrücke jetzt für heute hier vom Helfer-Shuttle. Und ich muss wirklich sagen, 3 Monate ist es her. Ihr habt heute Bilder mit mir gemeinsam sehen können. Die sehen so aus, als wenn hier noch nicht viel passiert wäre. Ich kann euch nur sagen, es ist viel passiert. Aber es ist eben so dermaßen groß, dieses Unglück. Wir brauchen euch. Vergesst uns nicht. Wir zählen auf euch und wir können uns aufeinander verlassen und das ist das Tolle, was hier aus der ganzen Geschichte passiert ist. Ich sag mal, bis später. Ciao.